Okay, also wir fangen jetzt an. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer es ist eine Live-Veranstaltung. Mein Name ist Heinrich Röder von den Freiburger Diskursen, bin Vorstandsmitglied und wir waren jetzt 1,5 Jahre im Internet verschwunden und jetzt trauen wir uns so halb raus. Also hier sind, ich weiß nicht, circa 50 Leute, im Internet sind 350. Gut, wenn jemand in Berlin lebt oder in Wien, dass der nicht extra vorbeikommt, ist vielleicht verständlich. Mhm. Aber es gibt auch viele Freiburger, die es offensichtlich vorziehen, zu Hause auf dem Sofa beim Glas Bier und ein paar Chips uns zuzugucken. Dann müssen wir, wie das so schön heißt, für gute Unterhaltung sorgen, dass die Leute auch zu Hause an den Geräten sich unterhalten und informiert fühlen. Die Veranstaltung heißt Zwischen Globalismus und Demokratie, Streitgespräch zwischen Professor Wolfgang Streeck und Dr. Rainer Hank. Der Titel des heutigen Abends ist gleichzeitig auch ein Buchtitel von Herrn Streeck, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, falsche Richtung, so. Erst nochmal kurz den Verein. Wir sind die Freiburger Diskurse. Wir haben den Verein Mitte 2018 gegründet, das ist ein kleiner Verein. Und diese Veranstaltung heute ist unsere 15. Veranstaltung. Wir waren bis 2018, 2019 live, dann sind wir ins Internet gewandert und in Zukunft werden wir im Internet sein und auch solche Veranstaltungen, die wir hier machen, also sprich eine Hybridveranstaltung. Aber es ist wirklich schön, auch mal ein paar Menschen wieder live zu sehen, dass man nicht das Gefühl hat, man redet gegen eine Wand. Unser Leitbild ist die demokratiekonforme Marktwirtschaft als Gegenentwurf zur marktkonformen Demokratie. Ob Frau Merkel das gesagt hat oder nicht, sei dahingestellt. Auf jeden Fall demokratiekonforme Marktwirtschaft als Gegenentwurf zur marktkonformen Demokratie. Und wir sind davon überzeugt, dass für eine funktionierende Demokratie es unabdingbar ist, dass eine möglichst breite Bevölkerungsschicht ökonomische Zusammenhänge versteht. Es gibt ein schönes Zitat einer nicht unbedingt sehr bekannten Ökonomin, aber es ist ein bisschen aussagekräftig darüber, wie die Ökonomen denken, denn die hat gesagt, wo der Common Sense und die Ökonomen nicht einer Meinung sind, ist der Common Sense falsch. Das heißt, es gibt Ökonomen, die über ein Expertenwissen verfügen, das höher als das des Common Sense ist. Und da kann man ja die Frage stellen, ob diese Herangehensweise, dieser Sicht der Dinge gerechtfertigt ist, ob nicht auch ein Ökonom in der Lage sein muss, das, was er vielleicht mit komplizierten Formeln ausgerechnet hat, in eine Sprache übersetzen kann, die wir auch nachvollziehen können. Ich muss näher ans Mikro. Okay. Gut, das ist soviel zu unserem Verein. Also Schwerpunkt ist die Ökonomie und das werden wir immer wieder aufgreifen. Wir haben in den letzten Monaten, ist es relativ ruhig um uns gewesen, weil wir nämlich ganz viel gearbeitet haben. Wir haben nämlich ein kleines Projekt umgesetzt, das heißt Wahlprogramm sucht Partei. Die Idee war, dass wir bestimmte politische Forderungen, die nicht ausreichend bei den politischen Parteien berücksichtigt sind, komprimiert darstellen und vor allen Dingen nicht nur einfach irgendwelche Forderungen in die Welt setzen, sondern dazu auch Erläuterungen liefern. Und das hat auch schön, lässt sich auch, das kleine Programm ist überschaubar, das hat man schnell durchgelesen, an zwei Nachmittagen oder auch an einem Nachmittag, hat auch nette Titel, der beliebteste ist der Teufel scheißt immer auf den dicksten Haufen, da geht es um die Kommunen, aber auch andere schöne Sachen. Und daneben gibt es noch von Markus Kob, der Herr Steinert, Herausgeber von Markus Kob, ist auch anwesend, ein viel dickeres Heft, das sich viel ausführlicher mit diesen Fragestellungen beschäftigt und wir von den Freiburger Diskursen haben auch davon profitiert. Und wenn Sie nachher gehen, werden Sie ganz viele dieser Heftchen da liegen sehen und Sie können sie gerne mitnehmen. Würde uns freuen. Wir haben bisher viel positive Resonanz bekommen. Nun zu dem heutigen Abend. Das ist das Buch von Herrn Streeck zwischen Globalismus und Demokratie. Das ist im Surkamp Verlag erschienen in 17. Juli, glaube ich, oder Mitte Juli auf jeden Fall. Ja. Ist auch in vielen Feuilletons diskutiert worden und dabei fällt mir jetzt etwas ein, ich gehe nochmal zurück, weil ich nämlich was erzählen wollte. Und zwar in diesem Wahlprogramm haben wir eigentlich zu allen Fragen eine dezidierte Position bezogen, nur nicht zum Thema Europa. Wir haben gesagt, Europa, Frieden, Wohlstand für alle, Demokratie, Gerechtigkeit, ich denke, das will jeder, sage ich mal, normal denkende Mensch haben. Aber die Frage ist ja, wie
Wie sieht das institutionelle Gefüge dafür aus? Führen wir die Vereinigten Staaten von Europa ein oder gehen wir eher in Richtung Nationalstaaten, Kleinstaaten zurück? Und wir haben da keine explizite Position zu bezogen, zumal wir glauben, dass in Deutschland die Problematik um Europa gar nicht so richtig bekannt ist, außer natürlich in einigen Expertenzirkeln. Und haben dann, wir haben das dann genannt, ein Nachdenkstück fürs europäische Publikum formuliert. Und das finden Sie auch da drin. Da kann dann mal jeder darüber nachdenken und dann überlegen, was das beste Konzept für Europa ist. So, jetzt kann ich wieder zurückkommen. Der Herr Streeck, das werden Sie gleich merken, hat eine sehr eindeutige Position in der Hinsicht. Er vertritt die These, dass wenn wir den Kapitalismus ein bisschen einhegen wollen, wir doch mehr zu Nationalstaaten, kleineren Staaten zurück müssen. Die beiden Diskutanten, Professor Dr. Mehrere HCs haben Sie, glaube ich, auch noch, Wolfgang Streeck, war bis 2014 Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln und ist jetzt bei verschiedenen Akademien Mitglied, Akademie Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaft, die Akademie Europäer und noch andere Sachen. Denn neben ihm sitzt Dr. Rainer Hank. Er leitete von 1999 bis 2001 die Wirtschaftsredaktion des Berliner Tagesspiegel, wechselte dann zum Ressort Wirtschaft und Geld der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, war dessen Leiter bis Sommer 2018 und schreibt jetzt, glaube ich, jeden Sonntag eine Kolumne in der FAZ am Sonntag. Und noch mehr. Und ich vermute mal, dass die beiden unterschiedlicher Meinung sind, das weiß ich aber gar nicht ganz so genau, aber Herr Streeck sagte, dass die beide sich schon lange kennen würden und wenn sie sich freundschaftlich streiten, ist das eigentlich eine wunderschöne Geschichte. So, jetzt noch zum Ablauf kurz. Der Herr Dr. Obrecht wird gleich noch was sagen. Er ist vom Politikwissenschaftlichen Institut. Wir machen die Veranstaltung mit dem Politikwissenschaftlichen Institut zusammen. Ich glaube, Sie haben auch Schwerpunkt Europa, oder? Können Sie gleich noch was zu sagen? Dann gibt es einen kleinen Vortrag von Herrn Streeck, dann gibt es das Gespräch zwischen den beiden, dann Fragen aus dem Publikum und dann ist Schluss. Fragen aus dem Publikum machen wir nur mit denjenigen, die hier anwesend sind. Wenn Hybrid Zukunft ist, werden wir auch noch versuchen, auch noch die Menschen in der ganzen Welt mit hereinholen, aber heute nur mit denjenigen, die hier sind. So, das war's von meiner Seite. Nee, eine wichtige Sache, genau, das ist das Wichtigste, wir machen das Ganze ja nur, damit wir Spenden bekommen. Und wir freuen uns über Spenden, wir brauchen Spenden. Wenn Sie auf unsere Website gehen, steht da ganz fett unsere Kontonummer bei der Volksbank. Einfach überweisen oder auch über PayPal geht es auch und einfach Spende reinschreiben dann. Ja. Ich danke Ihnen erstmal und würde dann Herrn Dr. Obrecht noch das Wort übergeben. Sobald man nicht mehr redet, ist man infektiös und man ja. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmenden an den Empfangsapparaturen, ich begrüße auch Sie ganz herzlich zu unserer Veranstaltung hier heute Abend. Keine Sorge, ich werde keine Rede wie Fidel Castro machen, der 4 Stunden nicht unterschritt, sondern nur ganz kurz auch die beiden Personen, die uns heute durch den Abend führen, begrüßen, Wolfgang Streeck und Herrn Rainer Hank. Und wir haben das als Streitgespräch notiert, beziehungsweise so ausgeschrieben. Also hoffen auf einen gelehrten wissenschaftlichen Austausch von Ihnen beiden, dass wir eine schöne Kontroverse, eine Querelle vielleicht auch bekommen, um uns ein eigenes Bild der Thesen dann auch machen zu können. Die Thesen, die in dem Buch zwischen Globalismus und Demokratie zu finden sind, und da so mein Überblick, können wir uns über 3 Dinge mindestens streiten, nämlich einmal die Frage über den Bedeutungswandel der demokratischen Form von liberaler zu sozialer Demokratie und heute vielleicht zu einer wie auch immer eingebetteten Demokratie in den internationalen Zusammenhängen, dann den Wandel der staatlichen Funktion und drittens den Wandel der ökonomischen Bedingungen für den Staat und die Demokratie. Wir befinden uns also in dem schönen Dreieck der Moralphilosophie, politische Ökonomie, Staat und Demokratie. Und das ist ein Beziehungsgeflecht, das die Politikwissenschaft in den letzten 2 Jahrzehnten nicht unbedingt in den Vordergrund ihrer Untersuchungen gestellt hat, sondern eher vernachlässigt hat.
zugunsten anderer Themen, wie beispielsweise der Identität. Aber nun sind wir gespannt auf Ihre Erläuterung, Ihre Diskussion und vielleicht auf Ihre Thesen zum Ende des der Hyperglobalisierung, ich zitiere aus dem Buch, und der Rehabilitierung des Nationalstaates. Vielen Dank, dass Sie hier sind und uns dieses Gespräch bieten. Dankeschön. Ja, dann hören wir mal. Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich. Geht das so? Ja? Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich werde über das Buch sprechen, als ob es nicht mein eigenes wäre, und sozusagen darstellen, was das eigentlich will. Ich fange ganz kalt an und hinterher wird es dann etwas heißer, in dem Sinne, dass es analytisch beginnt und dann hinterher so ein paar Leidenschaftlichkeiten sichtbar werden. Also ich neige nicht zu advokatorischen wissenschaftlichen Arbeiten, und das Buch ist auch kein Wünsch dir was Buch, sondern es ist ein Wirklichkeitsbuch. Es versucht zu darzulegen, wie die Dinge sich in einer bestimmten Weise verhalten. Für den Leser, dem kann ich das schon sagen, da sind dann einige relativ abstrakte Kapitel mit begrifflichen Vorschlägen und Entwicklungen zu erwarten. Kein Wünsch-dir-was-Buch, sondern ein Wirklichkeitsbuch, aber es changiert dann allmählich in die Richtung eines Möglichkeitsbuches. Dahingehend, dass ich sowieso der Ansicht bin, dass wenn jetzt ich oder Herr Hank oder sonst irgendwer sagt, es muss aber so kommen, liebe nächste Bundesregierung, die werden da einfach nicht zuhören. Nicht? Das ist Unsinn. Wir Intellektuellen haben immer das Gefühl, wir formulieren Sätze wie wir müssen und dann kommt irgendwas. Wer ist das wir und wer macht das? Nicht? Ich glaube, dass die Möglichkeit, mit Sozialwissenschaft etwas zu beeinflussen, darin liegen kann, dass man tatsächliche Entwicklungen sichtbar macht und die da drin liegenden Möglichkeiten zumindest in Umrissen herausarbeitet. Sie werden dann sehen, dass das Buch noch eine besondere Mischung von Pessimismus, das ist ja meine übliche Lebenseinstellung, von Pessimismus und Optimismus hat. Es beschreibt zwei große Prozesse des Scheiterns. Der eine ist das amerikanische hyperglobalisierte Weltreich nach 1990, also die New World Order von George Bush dem Ersten. Und das zweite sich abzeichnende Scheitern ist die Ever Closer Union of the European Peoples, also das einheitlich organisierte und einheitlich regierte Europa. Diese beiden Entwicklungsstränge sind an ein Ende gestoßen und man kann sich dann fragen, welche Möglichkeiten ergeben sich eigentlich daraus? Bei uns seit der Afghanistan-Geschichte ist es Angst und Schrecken. Mein Gott, wir, die Amerikaner, können nicht mehr, da müssen wir schnell eine Interventionsarmee aufstellen, damit da auch die Frauen weiter zur Schule gehen können. Und das kommt mit einem skeptischen Blick auf die Möglichkeiten nicht richtig raus. Aber ich denke, dass die zweite Variante des Pessimismus, wo er dialektisch zum Optimismus wird, ich denke, dass es gar nicht schlecht ist, dass diese beiden Großprojekte gescheitert sind und dass man da drin möglicherweise in diesem Scheitern etwas Vernünftiges finden kann, dass sich so möglicherweise sogar von alleine einstellt, sodass wir weder Olaf Scholz noch Annalena Baerbock brauchen, um der Geschichte eine glückliche Wendung zu verleihen. Wenn man also über Wirklichkeitsperspektiven spricht, dann kann man sich an die Bibel halten, wenn es um Politik geht, in der ja aufgefordert wird, sie an ihren Früchten zu erkennen. Und auch da ist also ein gesunder,
ein gesundes Ausmaß an Skeptizismus immer angeraten. Es gibt so eine rhetorische Figur, die man angesichts der Weltkrisen heute immer wieder hört. Und die heißt, wir brauchen globale Lösungen für globale Probleme. Oder auch europäische Lösungen für europäische Probleme. Das Problem ist nur, dass wir das jetzt seit 20 Jahren sagen, aber wir sehen diese Lösungen nicht. Beim Klima geht es immer so, sozusagen weiter auf und dann machen die eine neue Konferenz. Aber die Kurve bleibt dieselbe. Ja, und irgendwann stellt man sich die Frage, wenn die nicht liefern, also was da so Global Governance heißt, gibt es dann irgendetwas anderes, was liefern kann? Können einem da andere Modi einfallen, um mit diesen Krisenerscheinungen fertig zu werden? Dazu gibt es im Buch dann eine ganze Reihe von Erwägungen, die vor allen Dingen darauf abstellen, auf die Produktivität von miteinander kooperierenden, autonomen, kleinen politischen Einheiten. Also jetzt wird es warm, ja, also in dem Sinne, dass es jetzt nicht mehr kalt ist, was ich sage. Wenn es nach mir ginge, dann könnte man Europa in eine erweiterte Fassung des Nordic Councils, also der nordischen Staaten nach den 50er Jahren, die sich da sozusagen zu einer Zolleinheit und einer Passeinheit und alles zusammen, ohne dass sie irgendwo ein Zentrum hätten, das ihnen mitteilt, wie sie ihre Gerichte organisieren müssen, zum Beispiel. Ja. Das war jetzt wieder warm, jetzt komme ich wieder zur Analytik zurück, weil das glaubt einem auf den ersten Blick sowieso keiner. Auch wenn man in der Nähe der Schweiz wohnt, sagen die, wir brauchen aber globale Lösungen und große Einheiten. Und man schaut sich die Schweiz an und denkt, naja, also interessant, dass die vor einem halben Jahr dann die Verhandlungen mit der EU aufgekündigt haben, die ihnen einheitliche sozusagen Regeln aufzwingen wollte, mit der Begründung, in unserem Land können wir das nicht, weil wir haben hier Demokratie. Unser Land kann nicht von einem Gerichtshof organisiert werden, sondern nur von seinen Bürgern. Ich habe eine große Sympathie mit einer solchen Weltsicht. So, jetzt zum zweiten Punkt in der Beschreibung des Buches, also ein Möglichkeitsbuch. Es nimmt die Krise ernst. Und zwar die Krise der Art und Weise, wie wir heute Politik machen, in Beziehung auf die sich durch den Modernisierungsprozess entfaltenden Probleme. Ich habe jetzt das Wort Kapitalismus an dieser Stelle noch gar nicht erwähnt, ja, aber ich spreche vom Kapitalismus als einem Modernisierungsprozess. Zunächst mal, um das vorsichtig zu sagen. Das Buch nimmt die Krise ernst und das heißt, es bietet überhaupt keine Patentlösungen an. Wenn man zu einem Publikum spricht, dem man gerne klar machen möchte, dass wirklich Dinge auf des Messers Schneide stehen, und dann am Schluss sagt, und wenn wir das aber so machen, dann wird es gelöst. Dann denken die, wenn Strick das weiß, dann kann es kein so großes Problem sein. Ja? Deshalb möchte ich das sozusagen offen lassen und auf die Risiken verweisen, die mit jeder Art von Politik gegenüber den sich heute entfaltenden globalen Problemen verbunden sind. Und man kann auch nicht sagen, also Strick sagt jetzt so und so, da sagen alle, aber da könnte man doch auch unterkannt und das ist noch wirklich nicht garantiert und so weiter. Nein, nicht garantiert ist überhaupt nichts. Sozusagen, es gibt einen trockenen amerikanischen Ausdruck, der heißt Shit Happens und das ist wirklich wahr in der menschlichen Geschichte. Ja. So, dritter Punkt. Das Buch geht aus von einer Zeitdiagnose, die man abstrakt wie folgt zusammenfassen kann. Tendenzen zur Zentralisierung und Vereinheitlichung von politischen, sozialen, wirtschaftlichen Einheiten stoßen auf Gegentendenzen zur Dezentralisierung und Differenzierung innerhalb von Staaten und innerhalb von Staatensystemen. Das Buch
versucht, eine gewisse Analogie herzustellen zwischen der Binnenstruktur von Staaten und Staatensystemen. Staaten haben Eliten, Staatensysteme haben Hegemonialstaaten und nutzt in diesem Zusammenhang den Begriff des Imperiums, nicht im Sinne der Imperialismustheorie, aber im Sinne der politischen Theorie von Staatensystemen. Ich will kurz sagen, sozusagen, wo das alles herkommt. Ich war immer ein begeisterter Leser, das ist so eine Art von Hobby, von Edward Gibbons Riesenbuch über The Decline and Fall of the Western Roman Empire, erschienen von 1776 bis 1785, und dann hat er immer noch weitergeschrieben und endet dann beim Ende des oströmischen Reiches. Gibbon hat eine Stelle, die hat viele, viele analytische Stellen, eine, die ist ganz fantastisch, da stößt man drauf und denkt, nanu, warum bist du eigentlich selber dann noch nicht drauf gekommen? Naja, warum? Wer ist schon Edward Gibbon? Und 1785 schreibt er, als er im Jahr ungefähr 500 angekommen ist, Ende des Weströmischen Reiches, da sagt er so, jetzt machen wir eine Pause, jetzt überlegen wir uns mal was. Hatten die es eigentlich besser damals als wir? Europa heute ist ungefähr das Territorium des Weströmischen Reiches. Wir haben 15 Staaten, 3 Königreiche und so weiter und so weiter, und die hatten nur einen Herrscher, nämlich den Kaiser in Rom. Ja. War das eigentlich besser als? Und dann kommt er zu der Überlegung, dann schiebt er 3 oder 4 ungeheuer interessante analytische Überlegungen nach, warum es eigentlich besser ist, wenn Staatsmacht zerteilt ist. Ja. Unter anderem sehr interessant, wenn es nur einen gibt und der macht einen Fehler, dann werden alle gleichzeitig betroffen. Wenn es aber 15 gibt und einer macht einen Fehler, dann können die anderen gucken und sagen, oh, den Fehler machen wir jetzt nicht auch noch. Ja? Das ist ein experimenteller Vorgang. Und so. Gut, also Gibbon ist einer der Väter. Keynes 1933 mit seiner scharfen Apologie, Verteidigung von Protektionismus. Das glaubt man auf den ersten Blick nicht. Keynes ist ja der große Ökonom, aber da gibt es sozusagen diese Darlegung, warum eigentlich wichtige Produktionsprozesse möglichst kurz, möglichst nah am Ort des Verbrauchs stattfinden sollen. Und wenn Sie sich erinnern an die heutigen Diskussionen über regionale Herkunft, über kürzere Lieferketten, über Produktionsautonomie, das ist alles in dem 1933er Aufsatz von Keynes praktisch vorgezeichnet. Ja, dann nenne ich noch Karl Polanyi 1945, der, und auch das war ungeheuer stimulierend, das zu lesen, der in einem sehr kleinen Aufsatz sagt, so jetzt nach 1945, Krieg zu Ende, wir brauchen eine neue Weltordnung, wie passt Europa da rein? Und da sagt er, Stalin sozusagen, er feiert Stalin, weil Stalin die Weltrevolution aufgegeben hat. Und dann sagt er, da gibt es jetzt 2 Pole, Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, die gleichen sich da aus und möglicherweise kann man als Europa sozusagen zwischen denen irgendwas machen. Es gibt noch ein Problem, sagt er, die Amerikaner sind sozusagen von Natur aus expansiv, man muss die irgendwie dazu kriegen, sozusagen auf ihrem Kontinent sitzen zu bleiben. Und nicht die ganze Welt erobern zu wollen. Das ist nicht gelungen, während die Nachfolger von Stalin 1988 und 1989 verschwunden sind. Ja? Aber dann überlegt er sich, wie könnte man die Lehren aus der Weltwirtschaftskrise ziehen hinsichtlich der sozusagen staatlichen Struktur in Europa. Und das ist eben total spannend und ich zitiere das im Einzelnen. So, dann von diesen Perspektiven her, ach, dann nenne ich noch also sozusagen Herbert Simon, einen berühmten Mathematiker und Ökonom, der in den 60er Jahren über das Problem der Komplexität nachgedacht hat, Weltwirtschaft und so weiter, und darüber nachgedacht, wie man mit Komplexität umgehen kann, nämlich zerteilen. Und dann entwickelt er eine sozusagen ungeheuer komplexe Theorie, wie man aus sozusagen einem komplexen Großgebilde mehrere weniger komplexe und deshalb regierbare Kleingebilde macht. Immer ein Nobelpreisträger und sowas. Ne? Also so ganz abseitig kann das nicht sein. Und Amerikaner, also da stimmt es ja dann eh schon bei Definition. Ne? Und ich habe dann also aus all diesen 4 Quellen sozusagen
eine Perspektive gezogen, dass man zwischen Innenpolitik und Außenpolitik nicht so einfach unterscheiden kann, wie das allgemein gemacht wird. Die hängen zusammen. Das Problem der Souveränität, der Teileinheiten ist von extremer Bedeutung. Machtgefälle zwischen Staaten sind von Bedeutung dafür, was in den Staaten passieren kann. Ein Staat im Machtgefälle ist ein Imperium. Superstaaten sind hochkomplex. Wie dezentralisiert müssen die sein nach Simon, damit die überhaupt funktionieren können? Und so weiter. Global Governance und so weiter. Die Struktur von Staatensystemen einbeziehen in die Theorie der politischen Ökonomie. Da denke ich, habe ich sogar ein bisschen was Neues erfunden. Und in diesem Sinne stelle ich dann die Frage, die aktuelle Frage nach dem Ende des US-Empires und seiner Globalisierung, in Anführungsstrichen. Hyperglobalisierung haben Sie erwähnt, das ist eigentlich ein Begriff, ja, richtig, ein Begriff, den Danny Rodrick in die Diskussion eingeführt hat, ein Harvard-Ökonom, der sich sehr kritisch mit diesen Globalisierungsprozessen beschäftigt. Er unterscheidet zwei Formen von Globalisierung. Das eine sind Staaten, die miteinander handeln, also wie bei Ricardo, Tuch gegen Portwein und so weiter, und dann relative Vorteile. Und dann gibt es eine Hyperglobalisierung, da gibt es keine Staaten mehr, sondern nur noch eine einzige integrierte Weltökonomie, in der sozusagen, ja, dann doch ein Zentralstaat übrig bleibt, der der Ordnung schafft. Nach 1990 wissen wir, wer das war. Und das Problem damit ist, dass dann dieses eine Yachtfläche für große Unternehmen wird. Nicht? Also die werden immer größer. Dafür ist ja auch der Witz der Abschaffung der Staatengrenzen um Skalenökonomie in der Wirtschaft zu ermöglichen. Ja, also ich bin gleich soweit fertig. Hier zu dem, was ich in dem Buch Skalenpolitik nenne: Was kann groß sein, was kann klein sein, was kann man sozusagen machen, wenn man groß ist und wenn man klein ist. Ich will auf das Demokratie-Thema kurz noch eingehen und dann auf einen Punkt verweisen, wo ich denke, dass wir dann auch ein Streitgespräch sozusagen daran insbesondere anschließen können. Meine Theorie der modernen Gesellschaft ist ja eine Theorie des Kapitalismus, und meine Theorie des Kapitalismus ist eine sozusagen von Machtbeziehungen und nicht von rationalem Austausch Beziehungen. Und man kann aber eine andere Position vertreten, da müssen wir sehen, wie man das da reinkriegt. Wenn bei mir Demokratie und Kapitalismus gemeinsam aufkommen, stehen die in einem Konflikt. Das kann man daran deutlich machen. Im Kapitalismus sozusagen hat jeder Dollar eine Stimme, in der Demokratie hat jede Person eine Stimme. Und die Dollars sind eben ziemlich unterschiedlich verteilt unter den Personen. Insofern ist eine Demokratietheorie innerhalb des Kapitalismus, kann nur eine sein, die sich über die Frage der Korrektur des Ergebnisses von Märkten und der Verteilungsergebnisse von Märkten sozusagen um diese Frage herum organisiert und nicht einfach nur um die Frage, wie man also in einem allgemeinen Diskurs zu den allerbesten Lösungen kommen kann. Ich sage immer, die besten Demokratietheorien dieser Art hat es in den Sklavenhaltergesellschaften von Athen und Virginia gegeben. Da traten dann die emanzipierten Bürger sich gegenüber und räsonierten über das politische Gut. Aber die Leute, die die Arbeit gemacht haben, konnten da nicht teilnehmen. In dem Moment, in dem eine Klassenspaltung sozusagen innerhalb der Demokratie auftritt, dann wird das ein bisschen anders. Da geht das nicht einfach nur darum, sozusagen durch zwanglose Argumente sozusagen das beste Ergebnis zu erzielen. Nicht? Solange der andere dich feuern kann, also dich aus deinem Beruf rausschmeißen kann, ist davon zwanglos keine Rede. Nicht? So, kurz und gut, ich will das alles lässt sich dann noch nachtragen. Und jetzt kommen wir sozusagen zu dem Punkt, wo der möglicherweise kontroverseste ist: Je größer eine politische Einheit ist, desto mehr muss sie sozusagen auf eine von drei Weisen oder aber diese Weisen kombiniert regiert werden.
Sie muss sozusagen marktwirtschaftlich regiert werden. Das heißt, die Staaten ziehen sich zurück und lassen den Markt funktionieren. Das kann gehen groß, so wie man will. Ja? Das ist eine, wie ich das nenne, eine Merkatokratie. Oder man kann eine große Einheit technokratisch organisieren, indem man also die Leute, also wie die Europäische Zentralbank, das ist so eine technokratische Einrichtung, die denkt, die hat eine richtige Theorie und deshalb kann sie Europa von Bulgarien bis Dänemark, nein, Dänemark ist gar nicht drin, die sind ja klug, die Dänen, also von Europa bis X, kann sie das nach einem Maßstab organisieren. Ja, Entschuldigung. Ich versuche das. Ich bin ein Freund der deutlichen Worte, das stimmt. Ich glaube, das Mikrofon hier hängt hier. Ja. Also, dann werde ich mal hier sprechen. Ja, also sozusagen Technokratie ist die Vorstellung, dass eine trainierte Elite, die eine bestimmte Theorie beherrscht, sozusagen auch ein sehr hoch heterogenes Gebilde von oben organisieren kann. Denn diese beiden, dann kann man noch sagen, theokratisch spielt auch eine Rolle. Also die katholische Kirche versucht auch eine Weltkirche zu sein, die von oben regiert wird, aber mit dem Anspruch einer von Gott legitimierten besseren Wissens. Sie sehen, dass das auch nicht mehr funktioniert. Die bricht auch an den Rändern auseinander. Erfolgreich, also deutlich, am deutlichsten ist, dass man sagen kann, am ehesten erfolgreich ist eine große heterogene, ein Staat, der eine Kollektion von heterogenen Gesellschaften organisiert, wenn er Gewalt anwenden kann. Ja, je größer, desto gewalttätiger werden die, vor allen Dingen nach innen. Und Sie sehen dann, wenn es sozusagen zentrifugale Tendenzen gibt, Türkei, China und so weiter, wie die Tendenz des Zentrums, Gewalt einzusetzen, immer weiter zunimmt. Ja, Gewalt, aber Gewalt kostet auch Geld und das ist nicht so ganz einfach. Ich argumentiere, dass eigentlich nur kleine Einheiten demokratisch organisiert werden können. Das hat eine ganze Reihe von Gründen, auf die kann ich später noch im Einzelnen eingehen. Und da stellt dann die Frage, ob man sich vorstellen kann, dass die auch miteinander kooperieren können. Und das ist meine kleine verschwiegene Hoffnung am Ende, sozusagen mit Skandinavien, dass man sich vielleicht vorstellen könnte, dass Europa in dieser Situation eines Umbruchs der Weltordnung versuchen könnte, nicht zu einem Sub-Empire der untergehenden Vereinigten und der absteigenden Vereinigten Staaten zu werden, das ist die deutsche Position, wenn man so will, ja, oder zu einem eigenen Empire, die französische Position. Wir haben das jetzt in diesem Atom-U-Boot-Ding, ist das so deutlich hochgekommen, dass ich mir das gar nicht besser wünschen kann. Die Grundlagen dafür werden in dem Buch beschrieben. Und ob es nicht möglich ist, dass man in dieser Welt so etwas wie eine verteidigungsfähige, aber nicht angriffsfähige Welt kooperierender demokratischer Staaten nicht nach dem Modell eines Imperiums, sondern nach dem Modell einer Genossenschaft bilden kann. Und an der Stelle, das darf ich jetzt noch sagen, kann ich mich auf eine Diskussion in den 30er Jahren zwischen Carl Schmitt, dem späteren obersten Nazi-Juristen und, ja, das ist, wenn man älter wird, das ist der Name weg, Otto Hinze, ja, dem deutschen Historiker des Genossenschaftswesens, beziehen und in der Hinze-Schmidt-Kontroverse liegt all das angelehnt, worüber wir heute eigentlich müssten reden können. Hinze, es ist möglich, so etwas wie eine genossenschaftliche internationale Ordnung zu haben, die nicht hierarchisch, sondern horizontal und kooperativ ist. Schmidt, das ist überhaupt völlig unmöglich, weil Ordnung nur durch Gewalt herzustellen ist und weil die Welt der Zukunft so aussehen muss, dass in den einzelnen Regionen immer ein Staat, eine Nation die Kontrolle über den Rest der Region übernimmt und dabei auch freie Hand haben muss, welche Mittel sie anwenden will, um da Ordnung und Frieden zu stiften. Ja. Ich glaube, man könnte sich an dieser Diskussion heute, könnte man manches lernen. Entschuldigen, dass ich etwas zu lang gesprochen habe, aber jetzt ist auch Schluss.
Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Streeck, ich will kurz in maximal 10 Minuten einen Kommentar dazu machen, damit wir so eine Grundlage haben, um uns zu streiten. Das sind 4 Punkte, die ich habe. Der erste ist natürlich der Werbeblock. Dieses Buch ist ein großer Wurf. Sie sollten das kaufen, das ist der kapitalistische Teil des Werbeblocks. Sie sollten es auch lesen. Bei Zeitungsartikeln steht mittlerweile ja doch immer dabei, dauert 6 Minuten. Also ich habe relativ schnell gelesen, aber nichts anderes gemacht, außer Tagesschau noch schauen und essen. 4 Tage, würde ich sagen. 4 Tage brauchen Sie und dann müssen Sie aber dranbleiben. Aber es lohnt sich, es geht wirklich um die großen Fragen unserer Gesellschaft, die heißen, wie kriegen wir es hin, dass wir in einer globalisierten Welt mit einem kapitalistischen Wirtschaftssystem gleichwohl Herr unserer Entscheidungen bleiben. Die gängige Antwort: einem globalen Kapitalismus müssen wir globale demokratische Institutionen gegenüberstellen. Das bestreitet Streeck, da hält er nichts von. Klassisch wird eben gesagt, wir brauchen ein globales rechtliches Regelwerk, das nennt Streeck Governance, Regeln, an die sich alle verpflichten, sich zu halten, oder gar eben Government, eine Weltregierung, die dann irgendwie die globale Welt im Zaum hält. Von all dem hält er nichts und ich finde, das macht er überzeugend. Das war schon der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Ideen fallen auch biografisch nicht vom Himmel. Wolfgang Streeck beschäftigt sich, seit ich ihn kenne, und noch viel länger, wir kennen uns seit Mitte der 90er Jahre, immer mit dem Kapitalismus. Es ist unglaublich, wie dieser Soziologe sich geradezu besessen abarbeitet am Kapitalismus, den er nämlich hasst. Der Kapitalismus frisst eher, als dass er sich melken ließ, ist einer der schönen Sätze von Streeck. Er hasst ihn, es macht ihn traurig, dass es ihn gibt, er will ihn verbessern und irgendwie hält sich der Kapitalismus nicht daran. Es gibt eine Zeit, die lässt er noch ein bisschen durchgehen. Das sind die berühmten goldenen Jahre der Nachkriegszeit, wenn wir noch richtig ordentliche Gewerkschaften hatten und das Leben irgendwie einigermaßen egalitär gewesen ist. Dafür heißt das ganz wichtige Stichwort eingebettet. Also eingebettet ist gut bei Wolfgang Streeck, aber die meiste Zeit der Welt, eben daher kommt das mit dem Helden Polanyi, über den er geredet hat, ist entbettet und in einer entbetteten Welt, da lebt es sich nicht komfortabel und das möchte Wolfgang Streeck ändern. Das hat er ja gesagt, also Grundgestus ist Pessimismus, aber es gibt immer noch wieder der Soziologe, der normativ Vorschläge macht, wie könnte es eigentlich besser werden. Insofern ist das Buch eben nicht völlig was Neues, es geht immer wieder um den Kapitalismus, es ist auch die Fortsetzung des vorigen Buches, die gekaufte Zeit, das waren die Adorno-Vorlesungen in Frankfurt und die waren an der Schwelle der Arbeit beim Max-Planck-Institut, der Emeritierung und jetzt weitere Arbeit am Max-Planck-Institut. Die These haben Sie in 2 Ausfertigungen schon gehört, ich wiederhole sie einfach nochmal kurz, weil sie ist jetzt so nicht so marktgängig, dass man sie voraussetzen kann. Die heißt, die neoliberale Weltrepublik ist gescheitert oder, das changiert manchmal, auf halbem Wege stecken geblieben. Weder hat sie ihren imperialen Siegeszug zu Ende geführt, noch konnte sie eben über Governance oder Government eingebettet werden. Streecks Gegenprogramm, und das ist das große letzte Kapitel, dafür sind die Stichworte Dezentralisierung, lokale Autonomie, Verantwortung, Sezession, Souveränität, Demokratie vor Ort. Und besonders provokant eben ein emphatisches Bekenntnis zum Nationalstaat und sogar zur Heimat. Das ist nicht ganz so stark, aber auch zur Heimat. Kommt vor. Ist doch schön. Also so ein bisschen ironisch kommt das vor. Aber da ich ja keine habe, sozusagen bin ich neidisch auf diejenigen, die eine haben. Ja. Okay, also kommt vor im Nationalstaat. Das bringt ihm viel Kritik ein von linken aus der
Habermas-Schule, die den Nationalstaat natürlich nicht mögen, das alles gleich ziemlich rechts finden und sie Angst haben, er würde jetzt wie Sarah Wagenknecht in die falsche Richtung driften oder gar gleich zur AfD. Kann man nachlesen bei Nils Minkmar in der großen Kritik des Buches in der Süddeutschen Zeitung in der letzten Woche. Ja, das ist überhaupt nicht meine Kritik. In die Richtung habe ich überhaupt keine ideologischen Bedenken zu dem Buch. Streeck sagt nämlich, man darf den Nationalstaat eben gerade nicht den Rechten und den Populisten überlassen. Und er nennt das, er hat es gerade mit den Namen auch vorher schon gesagt, das Polanyi-Keynes oder Keynes-Polanyi-Modell. Keynes-Polanyi-Modell ist schön, das gibt nämlich dann einen KP-Staat. Und dieser KP-Staat, der bleibt, jetzt das ist ein Zitat, Seite 439, bleibt auf freundlicher Distanz gegenüber seiner wirtschaftlichen und politischen Umgebung, freundlich, weil er für Austausch und Zusammenarbeit grundsätzlich offen ist und aber auch auf Distanz, weil ihm an der Erhaltung der Entscheidungs- und Handlungsfreiheit seines Staatsvolkes gelegen ist. Staatsziel ist der Schutz der politisch vertretenen Bürgerschaft vor nicht selbst gewählten Abhängigkeiten jeder Art zur Gewährleistung der Fähigkeit seiner Bürger zu folgenreicher politischer Willensbildung, also zur Ausübung staatlicher Souveränität. Das ist in Nutze die Streeck'sche Utopie, für die er werben will. Und es ist eine Minderheitenposition, glaube ich, wenn man so schaut, was die sozialwissenschaftliche Literatur und erst recht die Politik, die ja immer Fahrradtheorie hat, wir müssen ever closer radeln, das ist dazu die Gegenthese. Mir ist die sehr sympathisch. Ich teile emphatisch das Plädoyer für Dezentralität und Souveränität. Das ist das demokratisch Stärkste, was der Bürger hat. So weit. Jetzt meine Bedenken oder mein Widerspruch. Der geht so, ich bestreite das Bild, das Streeck vom globalen neoliberalen Kapitalismus hat. Streeck hat ein, um es sogar noch freundlich zu sagen, Zerrbild, das heißt, da ist nicht alles falsch, aber vieles vom Kapitalismus, vom Neoliberalismus und von der Globalisierung. Das will ich bin schon bei meinem letzten Punkt, ganz kurz begründen, damit wir etwas haben, worüber wir streiten können. Das Zerrbild des Kapitalismus liegt darin, dass in keinster Weise die humanisierende, wohlstandschaffende Funktion des Kapitalismus auch wenigstens in einer Fußnote, und es gibt unendlich viele Fußnoten, gewürdigt wird. Es kommt einfach nicht vor. Schauen Sie sich an die Internetseite von Max Rosa, Our World in Data, und Sie sehen, was bei Streeck ausgespart ist, was uns seit 1820 der Kapitalismus an Segnungen gebracht hat. Vielleicht setzt er es voraus und will nicht drüber sprechen, aber es wären auf 600 Seiten, also wie gesagt, eine Fußnote hätte man dafür schon aufwenden können. Das Zweite, das ist eigentlich mein stärkstes Gegenargument, da würde ich gerne auch drüber streiten. Streeck spricht über Neoliberalismus. Aber worüber schreibt er denn dann? Er schreibt dann über transnationalen, imperialen Zentralismus, der, sofern er ein Subjekt hat, weiß man nicht so genau, von Zentralplanern betrieben wird, die meinen, zu wissen, was gut für die Menschen ist. Also Leute, die die EU entwerfen zum Beispiel oder Leute, die eine europäische Zentralbank einrichten. Das nennt er neoliberal. Aber es hat aus meiner Sicht mit neoliberal nicht die Bohne zu tun. Das sind zentral geplante, politisch imperiale Institutionen, die in vielen, vielen Fällen dem Neoliberalismus sogar zuwiderlaufen. Dafür gibt es einen theoretischen, einen empirischen und einen historischen Beleg. Der empirische Beleg heißt, Kleinstaaterei, auf die Streeck ja hinaus will, ist eine Domäne des Neoliberalismus und nicht das Gegenteil davon. Empirisch denken Sie an
Singapur, da war ich vor einer Woche, ist eines der neoliberalsten Staaten der Welt, die es gibt, und arg viel kleiner geht es gar nicht. Hongkong in seiner kritischen Verfassung auf jeden Fall auch, jedenfalls bis da die Chinesen versuchten in ihrer Weise nicht neoliberal nach Ordnung zu suchen. Und die Schweiz, die hat er eben auch genannt, also nur die vier, Luxemburg, ich würde noch ein paar kleine zusammenbekommen, stehen, wenn Sie sich den neoliberalen Index of Economic Freedom anschauen, das heißt Verfassungen von Staaten mit niedrigen Steuern, niedriger Staatsquote, privatisierten Institutionen, also Teufelswerk, die werden am besten genau in diesen Staaten umgesetzt, die Streeck eigentlich will, nämlich kleine Staaten. Zweitens, jetzt kommt das historische Argument dazu, das European Miracle, ein Titel einer berühmten Arbeit von Ernest Jones, wurde aber von David Landers und Deirdre McCloskey und lauter liberalen Autoren immer wieder nachgebetet. Das Geheimnis des Kapitalismus in Europa seit der Renaissance und den Stadtstaaten Oberitaliens ist die Kleinstaatlichkeit. Warum? Wettbewerb. Wettbewerb gibt es ja nicht nur zwischen Unternehmen, sondern Wettbewerb gibt es auch zwischen Staaten, und es gibt es am besten zwischen Staaten kleiner Einheit. Also das, was Streeck will, wird aufs Beste empirisch heute, Singapur etc., historisch David Landers und Ernest Jones, wird am besten über Wettbewerb kleiner Einheiten gemacht. Der dritte Punkt, ich bin immer noch beim Neoliberalismus, was ist die optimale Größe eines Staates, kommt bei Streeck immer wieder vor, interessanterweise nicht mit dem zentralen Buch von Alberto Alesina, das heißt die Größe der Staaten, the size of nations. Und da ist, es gibt ein Gleichgewicht zwischen Größenvorteilen und Skaleneffekten und Integrationskosten. Und Alesina sagt, die meisten Staaten, die wir im Moment haben, überschätzen die Größenvorteile und unterschätzen die Integrationskosten. Und das ist die Antwort darüber, das kommt bei Streeck wieder vor, warum anders als man intuitiv meint, die historische Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg nicht darauf rausläuft, dass es immer mehr größere Gebilde gibt. Also es läuft geradezu in Streecks Richtung. Es gibt immer kleinere Einheiten, Abspaltungen, Sowjetunion löst sich auf, es lösen sich eben, noch einmal, nur weil ich da gerade war, Singapur, 65 gegründet, 1965 gegründet, war ökonomisch auf dem Stand von Jordanien. Jordanien ist da heute immer noch, Singapur hat in der Zwischenzeit Japan überrundet. Das politische System kann man natürlich nicht nur streiten, sondern kann man viele Einwände haben, aber das ist doch das Beispiel, Neoliberalismus funktioniert in Richtung Kleinstaaterei, das sind Bundesgenossen und keine Gegner. Das wäre meine These. Und jetzt noch einmal, also das war jetzt Kapitalismus Zerrbild, Neoliberalismus Zerrbild, Globalisierung auch Zerrbild. Niemand will, es gibt immer eine obskure Hayek-Stelle, die bei Streeck vorkommt, aber das ist nun wirklich nicht im Fokus von Hayek. Niemand will das Ende der Grenzen und eine entgrenzte unternehmenskapitalistische Welt. Es geht immer nur darum, offene Grenzen zu haben, und Globalisierung würde bedeuten, größere Geschwindigkeit mit größerer Quantität von Gütern, Dienstleistungen, Waren und Personen, die über diese Grenzen kommen. Aber unter Beibehaltung der Grenzen, eine grenzenlose Welt ist auch ein Zerrbild. So, ich hoffe, ich habe jetzt genügend Einwände, Widerspruch gegeben. Ja, Streeck maskiert seinen Gegner, weil er sein ganzes Leben lang gegen den neoliberalen Kapitalismus kämpft und das eben immer der Teufel sein muss. In Wirklichkeit kämpft er gegen einen imperialen Zentralplaner, und da sind wir und eben Habermas-Welt, Ever Closer Union, und da sind wir uns fürchterlich einig. Also wenn Sie Ihr negatives Bild des Kapitalismus aufgeben, dann würde ich daraus, was soll man machen, einen offenen Brief an den nächsten Bundeskanzler und sagen, unterschreibt dieses Programm. Dankeschön. Darf ich? Aber ich darf jetzt reden.
Ja, gut. Das, was denn? Was machen wir jetzt? Ich will wirklich was sagen. So. Also ich würde sagen, ich bin jetzt ein bisschen der Moderator und der Widersprecher. Ich würde einfach sagen, wir bleiben doch sitzen. Gut, gut, gut. Sie sagen jetzt einmal, warum ich das Buch völlig missverstanden habe. Nein, oder Sie nicht mehr. Sie haben das gar nicht völlig missverstanden. Und ich, es liegt mir daran, sozusagen wenigstens auf zwei Punkte einzugehen. Ich fand das, was Sie gesagt haben, nicht nur von Ihrer Position aus brillant, sondern es ist etwas, dass ich denke, dass in das Bild, das ich da gezeichnet habe am Ende, das Möglichkeitsbild, einarbeitbar ist. Wenn Sie zum Beispiel diese für mich sozusagen absolut erleuchtende Gibbonsche Analyse nehmen, nicht? Dann können die voneinander lernen. Und diese Lernprozesse sind Verbesserungsprozesse. Im Wettbewerb, sagt er, wird in dem einen Staat irgendwas erfunden. Und dann können die anderen das übernehmen. Ich untermauere das am Ende, indem ich also auf die größere Leichtigkeit in kleinen politischen Systemen eingehe, Neuerungen einzuführen. Das kann man mit der Zahl der Vetopunkte beschreiben. Große politische Systeme haben viele Vetopunkte. In einem kleinen System können sie irgendwas Neues machen, die anderen können davon lernen. Ich setze das hier sogar in Zusammenhang mit der von der Global Governance völlig ungelösten Klimakrise. Nicht wahr? Wo ich einen sozusagen Infektionsprozess zwischen territorialen Einheiten beschreibe, in dem sozusagen, ich glaube ja, dass diese Frage überhaupt nur moralisch lösbar ist. Und dann komme ich an das Kapitalismus-Thema. Die ist einfach nur dann lösbar, wenn wir uns entscheiden, wenn sich Gruppen, Städte, Nationen entscheiden, sozusagen von jetzt an nichts mehr dazu beizutragen, dass diese Klimakrise sich verschärft. Und dann müssen andere das lernen und andere davon lernen. Dann geht ein Prozess der gegenseitigen Ansteckung an, den ich am Schluss beschreibe. Aber ich will etwas Grundsätzliches sagen, Herr Hank, zu der Frage Kapitalismus. Nein, Sie haben an einer Stelle, glaube ich, haben Sie mich wirklich missverstanden. Und es wird Ihnen gut tun, das zu hören. Ich bin zum Hass unfähig. Und ich würde sagen, wenn Sie, das kann ich Ihnen aber nicht übel nehmen, also wenn Sie meine soziologische Vergangenheit sehen, die ist eher weberianisch als marxistisch. Nicht Max Weber beschreibt diesen kolossalen gesellschaftlichen Modernisierungsprozess, der mit dem Beginn des Kapitalismus im 16. oder 15. Jahrhundert in Europa verbunden ist und nur in Europa. Und das fasziniert ihn, warum das da so ist. Und ich möchte jetzt zu diesen ganzen Theorien, warum das gewesen ist, nichts sagen. Aber was ich sagen will, ist, dass ich völlig übereinstimme mit Weber an der folgenden Stelle. Sozusagen die Ausbreitung der kapitalistischen Wirtschaftsethik und der kapitalistischen Wirtschaftsinstitutionen stößt auf traditionale Gesellschaften, mit denen sie in Konflikt gerät. Und zwar vor allen Dingen mit Werten von Solidarität und so weiter, mit Werten von Kollektivität im Unterschied zur Individualität und so weiter. Weber selber steht auf der durchaus modernistischen pro-kapitalistischen liberalen Seite. Aber er sieht die Probleme, die entstehen, wenn man ein kapitalistisches Wirtschaftssystem in eine traditionale Gesellschaft einfügt. Der Punkt, wo ich weitergehe, Weber stirbt ja 1919 oder sowas, der Grund, wo ich weitergehe, ist, dass ich dann die sozialdemokratischen Phasen sehe, als einen Prozess der Auseinandersetzung von Gesellschaften, die auf ihre Kohäsion, auf ihre Gleichheit, auf traditionelle Werte und so weiter achten, mit diesem sozusagen neuen Wirtschaftssystem, mit dem im Grunde genommen eine Auseinandersetzung zwischen Traditionalismus und Modernismus sehen.
Jetzt, das ist auch das, was Polanyi beschreibt. Das ist auch das. Und da muss man, der Ökonom steht dann an dieser Stelle völlig auf der Seite des Modernismus und macht die sozusagen verschwiegene Annahme, dass die Welt umgekrempelt werden muss, damit sie optimiert wird im Sinne eines sozusagen rationalisierten Wirtschaftsprozesses. Und da wendet der Soziologe und der Sozialist sozusagen zweierlei ein. Das eine, was er einwendet, ist, das ist aber nicht schön. Ja. Gut, darüber kann man streiten. Ja. Das andere, was er einwendet, ist, das geht gar nicht. Und da ist der Punkt, wo Sie sagen, der Kapitalismus ist entbettet. Nein, das habe ich nie gesagt. Es gibt Entbettungstendenzen und es gibt Widersprüche. Diese Welt ist eine Welt des Konfliktes. Ja. Ich habe in meinen kapitalismustheoretischen Arbeiten sozusagen dieses Vordringen eines kapitalistischen Wirtschaftsmodells vergleichend untersucht in unterschiedlichen Gesellschaften. Und wir haben dann in meiner Schule, wenn man so will, den Begriff der Varieties of Capitalism erfunden, weil jede Gesellschaft dieses System sozusagen auf andere Weise assimiliert. Ja? Und das ist auch durchaus sozusagen nicht zu verurteilen. Wir machen ja hier keine moralische Bekehrung. Wenn dann aber die eine Gesellschaft mit dem Kapitalismus auf eine bestimmte Weise zurechtkommt und die andere auf eine bestimmte andere, dann stellt sich die Frage, ob die erstere niedergebügelt werden soll von der letzteren. Oder ob es so etwas wie Schutzfunktionen geben kann, in denen zumindest die Anpassung auf langsame Weise stattfindet. Ja, das war meine sozialdemokratische Phase. Jetzt kommt aber eine etwas revolutionärere Phase dazu. Und da würde ich Folgendes sagen. Wir können uns wahrscheinlich auf folgende Definition einigen. Kapitalismus ist eine Wirtschaftsweise, bei der es um die unbegrenzte Vermehrung von unbegrenzt vermehrungsfähigem Kapital geht. Deshalb heißt das Ding Kapitalismus, ja, und nicht Sozialismus oder sonst irgendwas. Das Hauptziel ist die Vermehrung des zur Verfügung stehenden Kapitals. Damit kann man vieles machen. Wenn man eine sozialdemokratische Regierung hat, die kann da sozusagen enteignen auf irgendwelche komische Weise, Steuern und so weiter und davon Schulen bauen. Aber der Kapitalismus, dem geht es nicht um Schulen bauen. Dem geht es um die Vermehrung sozusagen von vermehrungsfähigem Kapital und zwar unendlich. Dieses Moment der Unendlichkeit kennt schon Weber. Ja? Und Marx übrigens natürlich auch. Und jetzt entsteht das Problem, wo ist das Ende? Wie weit kann das gehen? Jetzt, wenn ich einen Schritt weitergehe von Kapitalismus und komme auf das Thema, das mich als Soziologe interessiert, nämlich kapitalistische Gesellschaft, dann hört sich die Definition ein bisschen anders an und dann wird es kritisch. Eine kapitalistische Gesellschaft ist eine, die ihren Fortschritt, ihr Überleben, ihr gutes Leben für ihre Bürger davon abhängig macht, dass der private Akkumulationsprozess unbegrenzte Akkumulation von unbegrenzt vermehrungsfähigem Kapital immer weitergeht. Wird das unterbrochen? Deshalb muss sie sich um diesen Prozess herum organisieren und gucken, um Gottes Willen. Das dürfen wir aber jetzt nicht kaputt machen. Und darum spielt dann ein großer Teil, wenn nicht aller Teil, der modernen Politik, sozusagen, wie kann man diesen Prozess sozusagen auf der einen Seite nicht allzu sehr stören, weil das unser Prosperität zerstören wird, und andererseits so eingreifen, dass dieses Moment der Unendlichkeit nicht zu einer sehr handgreiflichen Endlichkeit wird, nämlich in eine Krise führt. Ein Konsumieren von gesellschaftlichen Normen, ein Konsumieren von Natur und so weiter und so weiter. Nicht? Das ist das Thema. Und deshalb sage ich, wenn Sie darüber sprechen wollen, dann sagen Sie nicht einfach Hass, sondern da gibt es gibt gute Gründe, zu versuchen, diesem kapitalistischen Modernisierungs- und Expansionsprozess sozusagen Grenzen zu setzen. Und die Frage ist, welche Grenzen? Und ich setze hinzu, dem kann nur Grenzen setzen eine politisch organisierte Gesellschaft. Und diese Gesellschaften sind auf unterschiedliche Weise in unterschiedlichen Ländern organisiert.
Wenn ich heute, wenn ich, nehmen Sie ein Beispiel, und das, dann habe ich, glaube ich, gesagt, was ich dazu sagen will. Ja, wenn Sie die Europäische Währungsunion nehmen, ja, da gibt es die vier Freiheiten, die gelten unbegrenzt für Waren, Personen, Kapital und Dienstleistungen. Die gelten gleichermaßen für alle Mitglieder dieser Gemeinschaft, einschließlich der Fiskalregeln und einschließlich, sehr wichtig, des Verbots von Kapitalkontrollen. Nicht nur innerhalb der Gemeinschaft, sondern über die Grenzen der Gemeinschaft hinweg. Ja. So, jetzt kann man sich erstmal die Frage stellen, ob das eigentlich dann noch viel demokratischen Spielraum für die Entscheidungen dieser Staaten lässt. Ich behaupte kaum noch. Ja. Und das würde ich dann sagen, ist nicht gut. Aber noch viel wichtiger. Ja. Dann kann man die Frage stellen, ob alle diese Gesellschaften, die alle von diesem Prinzip dann gleichermaßen organisiert sein sollen, mit dem gleichermaßen zurechtkommen. Und da kann ich sagen, natürlich nicht. Italien kann. Also Ralf Dahndorf, ich ziehe dann immer den Dahndorf, der ja ein Liberaler war und so weiter, aber ein kluger Mann. Ja, ein Liberaler, aber ein kluger Mann. Der 1992 beim Abschluss des Amsterdamer Vertrags in einem Spiegelgespräch gesagt hat, das ist ein Desaster. Warum? Sagt Dahndorf, Deutschland braucht eine harte Währung und wenig Inflation, weil es eine bestimmte Industriestruktur hat und das kriegt es mit dem Euro. Italien braucht eine hohe Inflation und sozusagen vom Lohn her getriebenen Konsum als Wachstumsvoraussetzung, muss also höher inflationieren können als Deutschland. Und wenn es unter dem gleichen Währungsregime sitzt, dann leidet es. Drittens sagt er, in Frankreich wird das Wachstum getrieben vom Staat und von staatlichen Defiziten. Und wenn der französische Staat sozusagen nicht genügend hohe Defizite eingehen kann, dann wird die französische Wirtschaft leiden. Der Mann war kein Ökonom, aber wenn ich mal zurückgucke und sehe, was ist eigentlich in der Europäischen Union das Krisenproblem? Das ist das Krisenproblem. Und das wird dann, und das muss man dann versuchen, innerhalb dieses Staatensystems dadurch zu lösen, dass man irgendwelche komischen Kanäle erfindet, sozusagen durch die man dann Italien subventioniert oder den Franzosen erlaubt ein bisschen mehr und dann bestimmte statistische Operationen macht und den Deutschen irgendwie nicht genau wissen lässt, was da eigentlich an Transaktionen passiert, nicht wahr? Weil man eine Innenpolitik hat man da nicht, man hat eine Außenpolitik, aber eine Außenpolitik, die auf Umverteilung auf ein anderes Land geht, von dem man nicht erwarten kann, dass es mit den Regeln fertig wird, ist eine schwierige Sache. Und da sage ich, sozusagen, da wäre es vielleicht sogar besser, wenn alle diese beteiligten Länder auf eigene Rechnung wirtschaften müssten. Dann nämlich kommt hinzu, und dann als letzter Punkt dabei, wenn man jetzt über Politik redet, dann muss man unterscheiden zwischen den Bürgern und den Eliten. Und es gibt sozusagen internationale Arrangements, die für die Eliten gut sind, für die Bürger aber nicht. Ja? Und dann mal einfach sagen, in dem Moment, in dem Leute, auch Linke, anfangen, über Politik zu reden, verschwindet diese Unterscheidung und sagen, Deutschland muss zahlen und Italien muss kriegen. Wer kriegt denn in Italien? Ja? Wer kriegt denn? Und wer zahlt? Und dann muss man sozusagen die damit verbundenen Funktionsprobleme des Kapitalismus, die man auch irgendwie beachten muss, und die Funktionsprobleme der Politik und der Demokratie irgendwie unter einen Hut bringen. Und da entsteht dann diese komische Europapolitik, die heute sozusagen zwischen Brüssel, Paris und Polen und so weiter ausgemacht wird. Und da sehe ich, geht immer weiter den Bach runter. So, das war jetzt mein Punkt dazu. Sagen Sie nicht, ich hasse den Kapitalismus. Kapitalismus ist die Modernisierungskraft unserer Zeit, aber sie muss gebändigt werden, genauso wie man in einem Reaktor sozusagen das glühende Plasma in der Mitte sozusagen durch starke Kräfte zusammenhalten muss. Sonst gibt das keine Energie.
Also, das waren jetzt viele Punkte. Ich greife nur einige raus. Den Hass habe ich natürlich nie affektiv gemeint, sondern akademisch und der friedlichste Mensch aber, aller Zeiten. Aber natürlich, das haben Sie jetzt doch ein bisschen Max Weber zurückgenommen oder changieren lassen. Ja. Wenn ich bei Ihnen und tatsächlich großartige Forschungen, die in Köln auch gemacht würden über Varieties of Capitalism, es gibt eben nicht den Kapitalismus, sondern es gibt unterschiedliche Spielformen, von mir aus den angelsächsischen und den rheinischen und den nordischen und den südischen, dann ist das nicht nur wertfrei, sondern dann hat das einen normativen Unterton. Wolfgang Streeck ist von Amerika nach Köln gekommen, weil es am Rhein ihm besser gefällt, wenn nicht gerade eine Flut kommt, ja, und weil der rheinische Kapitalismus relativ mehr embedded ist, als es der ja, ja, ja. Also dieser normative Subsum ist doch gar keine Frage. Und da würden Sie ein Ranking machen. Die Varieties of Capitalism sind nicht nur ein Mapping einer Landkarte, sondern da könnten Sie Kriterien aufstellen. Und da ist der Rheinische zumindest so, wie er sich bis, sagen wir, die 70er Jahre oder bis die zu Kohl, Schröder muss man wahrscheinlich sogar sagen, mehr Schröder sogar noch als Kohl, das ist Ihnen relativ die liebste Form. Ich würde gerne zu dem zweiten Punkt, der ist mir wichtig, dass Sie gesagt haben, es gibt da ein, das haben Sie auch noch mit Max Weber gemacht, es gibt da einen Konflikt zwischen Menschen, die irgendwelche Wurzeln haben oder Dahrendorffsche Ligaturen, oder es gibt eben, die Gesellschaft besteht nicht nur aus Eliten, die gerne einmal um die ganze Welt, und wie sagt man, modelliert man oder wie bringt man diese unterschiedlichen Befindlichkeiten zusammen. Danny Roderick, auf den Sie häufig zu Recht, weil das Globalisierungstrilemma ist ungefähr, man könnte jedenfalls sagen, das sind Vorarbeiten oder Vorläufer Ihrer Arbeit, hat ein schönes Beispiel. Er hat Leute gefragt, es wird eine Fabrik in Amerika geschlossen und er bietet, ich glaube, drei Möglichkeiten an, lässt die Leute beantworten, was finden sie am schlimmsten. Möglichkeit 1, der technische Fortschritt hat diese Arbeitsplätze jetzt vernichtet, das machen jetzt Roboter, wir brauchen die Leute nicht. Die zweite Möglichkeit, einfach schlechtes Management, was hier hergestellt wird, will keiner mehr haben. Die dritte Möglichkeit, wir sourcen die Arbeitsplätze aus nach Korea, weil dort billiger und bei gleicher Qualität produziert wird. Und wenn man die Leute fragt, was findet ihr am schlimmsten, dann finden sie, obwohl wirtschaftshistorisch am meisten Arbeitsplätze durch den technischen Fortschritt vernichtet werden, finden Sie es am schlimmsten, wenn es outgesourced wird nach Asien. Also das finden Sie die größte Kränkung und die größte Kritik würden Sie da am Kapitalismus üben. Ja, und dann, was passiert denn dann? Man lässt ja doch, das unterschlagen Sie ja auch, man lässt die Leute ja dann nicht allein. Der Kapitalismus ist ja nirgends ein rein Kulturkapitalismus, sondern er zeichnet sich dadurch aus, seit dem 19. Jahrhundert, dass er Marktergebnisse durch staatliches Eingreifen zumindest abmildert und die Ergebnisse und Verlierer entschädigt. Und das nennt man Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat, der bei Ihnen früher mehr vorgekommen ist, in diesem Buch, wenn ich nicht alles überlesen habe, nicht wirklich eine eigene Anerkennung findet. Und das hängt schon damit zusammen, dass Sie auch für die spezifische Form, das kann man ja in Freiburg auch mal sagen, des deutschen Neoliberalismus, der deutsche Neoliberalismus in der Freiburger Tradition ist ja einer, der sagt, wir wollen keinen Laissez-faire-Liberalismus. Das hat uns ja nach 1914 in die Krise gebracht, sondern wir brauchen einen starken Staat, der nicht nur ein Staat ist, der den Wettbewerb aufrechterhält, sondern der auch ein Staat ist, der durch Umverteilung, Steuersysteme und Sozialsysteme Verlierer entschädigt, dass die Leute nicht nur heulen, wenn ihre Arbeitsplätze nach Korea outgesourced werden. Ja, also so, vielleicht lasse ich da zu Europa, ich fände, über Europa sollten wir uns noch ein bisschen unterhalten, das damit haben Sie geändert, aber vielleicht sollten Sie dazu, wenn Sie mögen, was sagen. Sehr gerne sogar. Also ich versuche immer, das, was Sie sagen, sozusagen zu assimilieren. Und
ich kann das auch, wenn ich einen Konflikt einbaue in das Ding. Also Sie sagen zum Beispiel, der Kapitalismus entschädigt auch die Leute. Ja, nein, das nicht der Kapitalismus, sondern die Gegenbewegungen gegen den Kapitalismus. Solange es eine Demokratie gibt, können Gewerkschaften sich organisieren. Das ist aber auch hart erkämpft worden im 19. Jahrhundert. Jetzt haben ja nicht die Kapitalisten die Gewerkschaften organisiert. Im Gegenteil, die haben versucht, die Organisation zu verhindern. Auch der Sozialstaat muss durch Politik durchgesetzt werden. Und wir beide wissen ja, es gibt dann unterschiedliche Ursprünge des Sozialstaats, den katholischen und so weiter. Aber auch der katholische Sozialstaat wird ja vom Kapital nicht geschenkt. Nicht wahr? Also ich hatte mal einen in so einer Sitzung, der hat dann gesagt, what has capitalism done for you? Und dann kommen Gesundheitssystem, Schulen, Universitäten und so weiter. Und dann gesagt, nein. Kapitalismus ist das Prinzip sozusagen des Aufbaus immer höherer Kapitalmengen zur Investition und Erstellung noch größerer Kapitalmengen. Das ist Kapitalismus. Du musst ihn daran hindern, sozusagen sich auf diese Weise monomanisch damit zu befassen, sondern musst ihn dazu zwingen, auch irgendwas für andere übrig zu lassen. Naja, aber jetzt nochmal, Eugen, Böhm und Röpke waren ja keine Antikapitalisten, sondern es waren sich selbst so nennende neoliberale Denker oder aus ihrer Sicht vielleicht neoliberale Ideologen, die aber sehr viel zur Bezähmung dessen, was sie jetzt sozusagen Kapitalismus getan haben. Das also haben die selber. Das Kartellrecht zur Entmachtung von großen Konzernen ist natürlich ein großer Segen für das, was man soziale Marktwirtschaft nennt. Ja, also jetzt müssen Sie aber, passen Sie auf, Sie sollen nicht unfair sein, sondern ich würde natürlich diesen Konflikt von Fall zu Fall sozusagen auch historisch lokalisieren. Und Deutschland nach 1945, das galt übrigens auch für alle kapitalistischen Länder nach dem Krieg, war eine Gesellschaft, in der Gewerkschaften und Sozialdemokraten sozusagen einen sehr starken Einfluss hatten. Das war auch nach 1918 so. Sowohl in den Siegerstaaten als auch in den Verliererstaaten. In den Siegerstaaten kamen die Leute vom Feld zurück und haben gesagt, jetzt haben wir unseren Kopf hingehalten, wir wollen von nun an keine Arbeitslosigkeit mehr, als Dank dafür, dass wir für euch ins Feld gezogen sind. In den Siegerstaaten, in den Verliererstaaten waren die kapitalistischen Eliten, die Deutschen saßen ja alle im Gefängnis. Die sind ja erst noch von den Amerikanern für den Zweck des Koreakriegs wieder befreit worden. Nicht? Da war das dann so, dass selbst in Japan sozusagen unter amerikanischer Ägide ein sozialistischer Premierminister gewählt werden konnte, der allerdings nach ein paar Monaten von den Amerikanern wieder abgesetzt wurde, weil ihnen das zu weit ging. Nicht? Politik muss immer sozusagen diese Machtverhältnisse einbalancieren. Und dass die Leute, die Sie nennen, die sozusagen die soziale Marktwirtschaft erfunden haben, sozusagen früher in der Weimarer Republik sozusagen diesen ganzen sozialistischen Kram am liebsten über Bord geschmissen hätten. Und den Weimar wollten die Gewerkschaften, stellt euch mal vor, die wollten eine Planungsräte. Ja? Das war doch völliger Quatsch. Aber nach 1945 konnten die nicht sagen, sozusagen jetzt fahren wir mit denen mal Schlitten, sondern sonst wären die mit ihnen Schlitten gefahren. Also Politik wird man schon so verstehen müssen, dass da Macht und Konflikt sozusagen treibend sind und dann ganz unterschiedliche Ausprägungen des Kapitalismus erzeugen. Auch historisch gesehen, nicht wahr? Natürlich ist es, zum Beispiel ist es so gewesen, das haben Sie ja auch sehr, sehr, sehr gut gesagt, die Wettbewerbsrechtler in Deutschland konnten sich in Deutschland nicht richtig durchsetzen, weil das Kapital schon zu etabliert war. Dann sind nach Brüssel gezogen, haben das Wettbewerbsrecht nach Brüssel exportiert und es dabei fertiggebracht, sozusagen staatliche Subventionen durch den Europäischen Gerichtshof verbieten zu lassen. Das war ein Streich, das kann man sich gar nicht toller vorstellen. Ja? Also ich hoffe, Sie verstehen mein Argument. Es ist nicht der Kapitalismus, der die Brosamen abwirft und je nach politischen Macht, also USA, ja, das will ich doch noch sagen, je nach politischen Machtverhältnissen. Ja, also, ja,
Die Vereinigten Staaten sind das Land mit der größten wirtschaftlichen Ungleichheit, mit den am meisten gespreizten, also entwickelten Land, am meisten gespreizten Löhnen, dazu mit der größten, weitaus größten Gefängnisbevölkerung, mit einer Wahlbeteiligung, die so um 50-55% liegt, weil eh keiner glaubt, dass er da irgendwas ausrichten kann, mit einem völlig verwüsteten mittleren Westen, als Ergebnis einer Politik der Hinwendung der amerikanischen Regierung zu Finanzialisierung, weg von Industrieproduktion, sozusagen hin zu einer Verschuldung bis über die Hausdächer in der amerikanischen Normalfamilie, begleitet von im mittleren Westen, habe ich gewohnt, also ich kann das ein bisschen auf späteren Besuchen sagen, begleitet vom Ausbruch einer von einer Pharmafirma sozusagen ja zugelassenen Drogensucht, die haben jetzt im Jahr, glaube ich, 60.000 Drogen tot. In einer Welt, da gehen sie hin und da denken sie, wenn sie eine Szene von Hoffnungslosigkeit haben wollen, als Ergebnis sozusagen von ungebremstem wirtschaftlichem Wandel. Und ich kann Ihnen auch, könnte Ihnen, wenn wir Zeit hätten, genau den Punkt beschreiben, an dem das dann anfing. Nämlich sozusagen die Eröffnung von Kreditaufnahmemöglichkeiten für die amerikanische Mittelschicht bei gleichzeitiger Beendigung der Industrieproduktion und Walmarts Aufstieg als Verteiler billiger chinesischer Konsumprodukte im amerikanischen Mittleren Westen. Kennen Sie alles? Ja? Da würde ich schon sagen, dass da eine Regierung ihre Sorgfaltspflicht gegenüber ihrer Bevölkerung auf das Massivste verletzt hat. Ja? Und dass ein bisschen Sozialdemokratie da wirklich geholfen hätte. Aber selbst wenn das alles so wäre, sind die Vereinigten Staaten natürlich auch das Land mit der größten unternehmerischen Dynamik. Kann man natürlich sagen, brauchen wir alles nicht, aber ich glaube, hier sitzen ein paar Leute, die solche Geräte doch auch ganz hilfreich finden. Wo sind sie erfunden worden? Wo ist Amazon erfunden worden? Wo sitzt Pfizer, jenes Unternehmen, ohne dass BioNTech es nicht geschafft hätte, weltweit seinen Impfstoff zu verteilen? Also da ist bei uns in Deutschland ist immer das letzte SAP, das letzte große Unternehmen, das wirklich auch aus Deutschland entstanden ist, seitdem ist nichts mehr passiert. Ja. Da ist doch in Amerika ein bisschen was passiert. Mag sein, dass die größere Ungleichheit damit die Kehrseite oder das Implikat ist und beides zusammen schwierig ist. Philippe Aguillon hat ja ein großes Buch über die destruktive Kraft des Kapitalismus gerade geschrieben. Ja. Und dessen Vision ähnelt ein bisschen ihrer, also Varieties of Capitalism wäre doch schön, wie heißt das Beste von beiden Teilen. Wir hätten sie mag sein, kommt einem ja der Gedanke, kommt einem ja schnell, mag sein, dass das nicht ganz so leicht oder zusammenzubringen ist. Jetzt kommen Wortmeldungen, die wahrscheinlich auch heißen, wir sollten jetzt aufhören, nur zu zweit hier zu quatschen, dann werde ich jetzt ganz und gar zum... Also, also das Quatschen habe ich jetzt nicht, das würde uns selbst ja wie soll man... Ja, klar. Herr, das ist ein anderer Typ von, dann würde ich, wenn Sie wollen, dass wir noch zu zweit ein bisschen weitermachen, würde ich Sie um ein bisschen Geduld bitten und würde aber sagen, nicht viel mehr als 5 Minuten, also bis 9. Und ab 9 verändern wir das Format dann. Gut. Wenn Sie jetzt nicht ganz protestieren, dann würde ich gern noch was zu Europa sagen. Aber Sie sollten mich dann etwas noch kurz zu dem sagen lassen, was Sie zuletzt gesagt haben. Ja, gut. Und da würde ich sagen, nein, die Welt ist ja kein Wunschbuffet. Wir können ja nicht sagen, jetzt nehmen wir doch die großen amerikanischen Unternehmen und dann nehmen wir die heimeligen deutschen Kleinstädte und so weiter. Und, die Gewerkschaften. Die IG Metall ist mittlerweile ganz auf Modernisierungskurs. Nein, sehen Sie,
Also das ist kein Buffet. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, das finde ich besser, das finde ich schlechter. Die unterschiedlichen Prozesse entwickeln sich unter unterschiedlichen Bedingungen, das kann man sagen. Die einzige Frage, die ich dann stelle, ist, inwieweit diese unterschiedlichen Entwicklungen unterschiedlich bewertet, zu bewerten sind. Und ob in einem sozusagen sozialdarwinistischen Ausleseprozess ein bestimmter Gesellschaftstyp sozusagen untergehen müsste, damit der andere effizientere sozusagen überlebt. Ja? Und da würde ich sagen, nein. Die Politik spielt genau da, genau wie sie gegenüber dem Kapitalismus dafür sorgt, dass die Ungleichheit nicht zum Himmel wächst. Genau da stellt sich die Frage, wie in einem globalen System ein Land dafür sorgen kann, dass seine Gesellschaft nicht vom kapitalistischen Modernisierungsprozess zerstört wird. Da kommen dann die Fragen der Autonomie von Politik und vor allen Dingen auch ganz wichtig, die Frage der Zeitdimension ins Spiel. Wenn man zum Beispiel den amerikanischen, ganz hypothetisch, der amerikanischen Industriegesellschaft 20 Jahre mehr Zeit gegeben hätte, sich an die ganzen klugen Koreaner anzupassen. Genauso wie ein bisschen wir, ich meine, da werden Sie vielleicht jetzt auch aufschreien und sagen, im Ruhrgebiet, da hat man mal Geld reingesteckt, so wie wir im Ruhrgebiet dafür gesorgt haben, dass das sozusagen etwas langsamer ging mit der Zerstörung der Industriestruktur. Ja? Da wäre ja schon politisch einiges gewonnen gewesen. Jetzt kommt natürlich die größere Frage kommt dazu, wie lange ist das durchzuhalten in einem kapitalistischen Gesellschaftssystem, in dem der Herr, wie heißt er noch, Zuckerberg. Ja. Ich kannte mal jemanden, der hieß Zuckerman und dadurch bringe ich die ständig durcheinander. Ja. Wenn der dann sagt, da gehe ich halt woanders hin. Ja, jetzt würde ich Sie gerne mit den eigenen, wie sagt man, Waffen schlagen. Also wir wären uns doch einig, Amerika ist nun wirklich sicher mit Matten, wie alle, aber im Prinzip eine gute, ausgewachsene, ja sogar die älteste, wenn man von den Griechen absieht, Demokratie und das sogar, föderal mit sehr großer Fiskalautonomie der Staaten. Würde ich doch sagen, wenn in Ihrem Sinne demokratisch unter Souveränitätsgesichtspunkten die Menschen was anderes wollten, dann hätten sie sich doch dafür entschieden. Niemand hätte den Amerikanern verboten, eine marxistische, eine sozialdemokratische, eine was auch immer Partei zu gründen. Das sind doch keine doofen Menschen, die kommen von den besten Universitäten. Und wenn sie demokratisch damit sagen, wir müssen die Pfadabhängigkeit verändern, dann hätten sie den Pfad verlassen können. Haben ihnen doch nicht böse Kapitalisten aufgezwungen, dass sie immer so bleiben müssen. Also, Herr Hank, jetzt würde ich auch mal sagen, das ist unter Niveau, ne? Ernsthaft. Also erstmal, seit wann es in Amerika eine Demokratie gibt, darüber kann man lange streiten. Ich weiß noch, als ich studiert habe in den Vereinigten Staaten, war es vielleicht 10 Jahre her, dass man in den Südstaaten sozusagen irgendetwas anderes wählen konnte als Demokraten. Das waren Einparteienstaaten. Nicht? Das war so. Lesen Sie mal die Memoiren von Lyndon Johnson. Sozusagen, der sagt, ich habe nur einmal in meinem Leben eine Wahl verloren. Und das war, als ich, als meine County Presidents die Wahlergebnisse sozusagen als erste gemeldet haben. Da hatte ich dann verloren. Von da an habe ich dafür gesorgt, dass meine Zahlen immer als letzte, also größer als die des anderen kamen. Nicht? Also dann muss man sagen, nein, die amerikanische Politik ist vollkommen plutokratisiert. Der geringste Versuch, da irgendetwas anderes zu machen, ist völlig aussichtslos. Die Summen, die da bewegt werden müssen, damit sie da irgendwo auch nur in einem Einzelstaat Senator oder so werden können, die sind unglaublich. Ja. Ich will auch noch dazu sagen, der Rassismus sozusagen hat ja nicht nur rassistische, also gegen Schwarze gerichtete Funktionen, sondern die Schwarzen und die Arbeiterklasse sind ja zu einem großen Teil überlappt oder haben sich lange überlappt. Heute ist es ja, und die sind ja oft überhaupt aus dem Arbeitsprozess völlig ausgeschieden.
Und Gewerkschaften zu organisieren war lebensgefährlich. Das wissen Sie aber auch. Ich hatte mal ein Abendessen mit einem Mann, der hieß Viktor Reuter. Das war einer der Brüder, einer von den vier Reuter-Brüdern. Ne? Das war in den 60er Jahren, bevor ich nach Amerika bin. Und da haben wir uns unterhalten und da hat er gesagt, ja, also wie dann die von Ford, wie die dann kamen, und da habe ich ja noch ein Loch im Kopf. Die Kugel ist ja gerade mal so vorbeigegangen. Das war 1946 bei dem Streik nach dem Weltkrieg. Und da habe ich gesagt, was? Da habe ich gesagt, ja, komm mal her. Also ich war ja ein Student, da hat er meine Hand genommen und hat er da reingebohrt. Da war kein Knochen mehr, ja. Es war lebensgefährlich. Also das können Sie wirklich nicht behaupten. Die politische Repression in einem Land wie den Vereinigten Staaten. Ja, es gab ja auch eine kommunistische Partei. Und die landeten zum überwiegenden Teil im Gefängnis. Ja, also Kinder, da muss man nur vorsichtig sein. Und ich bleibe dabei, aber wir setzen den Teil nicht fort. Ich finde, wir sollten Europa noch. Wir sollten noch einmal über Europa reden und dann, ich habe gesagt, 21 Uhr, noch 2 Minuten, dann werde ich unglaubwürdig, aber Europa haben wir einfach 2-mal schon angekündigt. Da glaube ich, also wir sind uns einig mit diesem Dahrendorf-Satz, Europa ist ein Desaster und eine Fehlkonstruktion. Ich glaube, nur aus anderen Gründen finde ich es, ja, als Sie es finden. Ich glaube, sehr grob jetzt gesagt, Europa ist eine janusköpfige Konstruktion. Es hat liberale Aspekte, also zum Beispiel disziplinierte Haushalte, als Eintrittsbedingungen definiert in den berühmten Maastricht-Kriterien. Also so eine Art von Schuldenbremse, wer in den Club rein will, muss das befolgen. 60% ist die Obergrenze der Gesamtverschuldung, 3% ist die Obergrenze des Defizits pro Jahr. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil aber gleichberechtigt, und bei Ihnen ist es, glaube ich, die Folge, der andere Teil ist eine ganz große Transfermaschine von Geld zur Herstellung gleicher Lebensbedingungen. Ich habe mir die Zahlen nochmal in der Vorbereitung hier angeschaut und das heißt halt immer, wenn man sich auf die letzten 10 Jahre anschaut, sind die größten Zahler immer Deutschland, dann kommt Frankreich, Italien auch bald und die größten Empfänger sind mal so rum, mal andersrum, gibt ja unterschiedliche Töpfe, sind Polen und Griechenland. Und jetzt würde ich sagen, beides hat nicht funktioniert. Trotz großer Transfermaschinerie gibt es keine Herstellung gleicher Lebensbedingungen. Nein, sind, wenn Sie sich die makroökonomischen Zahlen anschauen, die Länder noch so unterschiedlich, wie sie es immer waren, nach ersten Aufholprozessen, was für Portugal, Spanien, ja, und ja. Also die Transfermaschine, die nun gar nichts Liberales ist, sondern was extrem redistributionistisches, was im Zweifel eher von der linken Ecke kommt. Wir müssen Geld geben, damit die anderen dahin kommen, wo wir sind. Der liberale Teil, der dann auch noch heißt, keine staatlichen Besitz von Unternehmen und etc., der liberale Teil, der wird aber gar nicht eingehalten. Die Maastricht-Kriterien gelten in den wenigsten Ländern und sie wurden zwar immer pro forma, sollten sie sanktioniert worden, es ist aber nie durchgesetzt worden. Und der Teil, der Staat soll sich als Unternehmer zurückhalten, wurde eben auch nie exekutiert. Es gab die berühmte Auseinandersetzung zwischen Gerhard Schröder und Brüssel, was das VW-Gesetz betrifft, ein Gesetz, das unter liberalen Gesichtspunkten ganz und gar der europäischen Idee widerspricht. Aber die einzelnen Staatschefs haben gesagt, was schert uns die liberale Idee Europas, wenn wir hier wiedergewählt werden müssen. Also die liberale Idee Europas nur in Teilen überhaupt, vielleicht Liberalisierung der Gütermärkte am ehesten, was Strom und Telekommunikation betrifft, aber in Wirklichkeit, was die Haushaltsdisziplin, das hat man in der Eurokrise ja gesehen, nicht durchgesetzt und der Umverteilungsaspekt in hohem Maße umgesetzt, also es fließt ja Geld, aber ohne nennenswerte Effekte. Das würde ich sagen,
ist der Hauptkonstruktionsfehler, weswegen ich sofort gerne mit Ihnen zurückgehe in diese finnisch-nordisch-schwedische Konföderation freier, souveräner Staaten. Ja, da werden wir uns am Ende einig. Ich will aber sagen, dass ich persönlich glaube, und da, dass es dafür sehr, eigentlich auch sehr gute Belege gibt, dass diese Umlagezahlungen sozusagen Eintrittsgelder für die oder Entschädigungen für den Verzicht dieser Länder auf die Möglichkeit einer Abwertung ihrer Währung sind. Und dass in der Gewinn- und Verlustrechnung sozusagen Länder wie Deutschland, Holland, Frankreich nicht mehr, früher, sozusagen immer noch sehr gut dabei wegkommen, weil sie die daran gehindert haben, den Wettbewerb mit der deutschen Exportmaschine zu dämpfen. Ja? Für mich ist ja die Hauptkonstruktionsproblem dieser Währungsunion liegt ja darin, dass es überhaupt kein Beispiel in der Menschheitsgeschichte oder in der Industriegeschichte gibt, wo ein Land allein durch interne Abwertung, nämlich niedrige Löhne und so weiter, seine Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen konnte. Er braucht immer eine Flankierung durch eine währungspolitische Maßnahme. Ja, und die ist völlig versperrt. Aber einverstanden, aber das auch ganz auf der Ebene oder im Gleichklang mit der Mainstream-Ökonomie von ja, Hans-Werner von Sinn mir aus, bis ich Martin hab, Helmich und wem ich habe ja da keine Berührungsängste. Ja. Aber ich sage Ihnen dann gleichzeitig, dass wenn man jetzt sagt, ja und dann schicken wir Geld hin und so weiter, nicht? Das gehört dazu, so beschreibe ich das in dem Buch, dass das Methoden sind, sozusagen die dortige politische Elite in die Lage zu versetzen, ihre Länder durch Verteilung von sozusagen irgendwelchen Entschädigungszahlungen innerhalb dieses Währungsmonstrums zu halten. Ja? Jetzt, wenn man historisch guckt, dann gibt es in den Fällen Frankreichs und Italiens, das werden Sie auch kennen, mittlerweile die ganzen Memoiren und Literatur und die historische Literatur über den 80er und 90er Jahre. Da ist ein Bild völlig klar, sowohl in Italien als auch in Frankreich. Die dortigen Eliten, zum Teil sozialistisch, zum Teil liberal und christlich, die waren aber alle derselben Meinung. Die waren der Ansicht, unsere Länder sind wegen der starken Gewerkschaften und des riesigen Sozialstaats unregierbar und wettbewerbsunfähig geworden. Wir aber haben nicht die Kraft, sozusagen da mal sauber zu machen. Wie machen wir sauber? Indem wir uns die D-Mark holen und mit der D-Mark sozusagen, das hat Mitterrand ja 82, 83 gemacht, der hat den Franc sozusagen in diese Schlange da gesetzt und damit seine kommunistische Partei rausgeschmissen. Nicht? Das war eine Rationalisierungsmaßnahme, die Regierung gegenüber ihrer Bevölkerung stärken sollte. Gut, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, ich will das jetzt gar nicht verurteilen. Aber sozusagen, dann als zweites kam dann, dass das nicht richtig ging. Und mein Buch hatte ja ursprünglich den Titel stecken geblieben. Diese ganzen Operationen ließen sich nicht richtig durchsetzen. Ja? Und an der Stelle sozusagen gab es immer einen Plan B. Und der Plan B war dann, ja, wenn wir nicht zu Hause sauber machen können, dann wollen wir wenigstens von Deutschland einen Ausgleich dafür kriegen, dass sie bei uns ihre Volkswagen verkaufen. Ja? Und da kommt dann dieses Subventionierungsbild ins Spiel, aber immer als zweite Linie. Aber ich glaube, da können wir uns auf eine Beschreibung einigen. Ich empfehle die Memoiren von Jacques Delors, die sozusagen auf die krasseste Weise darstellen, dass genau das der Plan war. Okay, jetzt machen wir erstmal einen Schnitt, oder wie es so schön heißt, einen Cut. Danken Sie erstmal für das Gespräch und jetzt können Sie Fragen stellen. Hier oben links war jemand. Ja, erstmal vielen Dank für Ihre hochtrabenden, gedanklichen Ergüsse. Sie haben da ganz...
doch ein bisschen bereichert. Ich möchte es ein bisschen ironisch sagen, weil ich bin Pädagoge und auch Psychologe in dem Bereich gearbeitet. Und was mir gut gefallen hat, war, dass Sie sagen, Deutschland, Italien, Frankreich, die brauchen eigentlich alle was anderes. Und wenn ich da in meine Beratungsstelle gehe und die Leute kommen, dann merke ich auch, jeder Mensch braucht was anderes. Und ich habe gemerkt, dass Sie sich zwar auf dieser Ebene ganz gut unterhalten können und wahrscheinlich noch 10 Stunden lang, aber die Frage ist ja, wie kriegen die Menschen das, was sie auch brauchen? Und da merke ich, dass sie sich das auch holen, was sie brauchen. Die Menschen hier auf dem Boden holen sich's. Ich bin Vorstand eines Tauschringes, wir tauschen untereinander. Ich habe mit Selbsthilfegruppen viel gearbeitet. Das heißt, die Menschen interessiert irgendwann nicht mehr, was sie da oben sprechen. Natürlich sind es die Rahmenbedingungen, irgendwo ein Stück weit, aus denen sie nicht rauskommen. Aber sie werden selber aktiv. Was ist Ihre Frage? Meine Frage ist, die Emotionalität fehlt mir bei Ihnen. Können Sie nicht in Ihrer sozialen Denkweise ein bisschen mehr Emotionalität reinbringen und ein bisschen mehr zu den Menschen kommen? Das geht an beide. Ja. Okay. Und wo sind die Emotionen? Er war doch ganz emotional. Ich bin ja nie emotional. Also ich finde in der Tat, es gibt unterschiedliche Formen der Emotionalität. Und hier jedenfalls in diesem Dialog, Streitgespräch, ging es jetzt nicht um Empathie für konkrete Menschen, die wir beide bereit wären aufzubringen, wenn Ja. Aber lassen wir. Aber es gibt auch, da hat Streeck recht, es gibt auch eine Form von Emotionalität dem Argument gegenüber. Und ich finde, so war das heute Abend hier gedacht. Und dann lasse ich mir aber auf der anderen Seite nicht absprechen, auch Emotionalität gegenüber anderen Erfahrungen zu haben. Herr Streeck, wollen Sie was dazu sagen? Ja, wo sind Ihre Emotionen? Ja, also. Ich sage Ihnen das jetzt einfach mal ganz unverblümt. Ja. Emotionalität kann man nicht trainieren. Also wenn Sie mit einem Sozialwissenschaftler reden wollen, dann wollen Sie nicht wissen, hat er Emotionen, sondern da wollen Sie wissen, was kann der mir kognitiv sozusagen sagen, damit ich über das, was in der Welt vorgeht, besser Bescheid weiß, hinterher besser Bescheid weiß als vorher. Ich könnte hier auch in Emotionen ausbrechen, aber das können wir alle. Das ist nicht mein komparativer Vorteil. Mein komparativer Vorteil ist, dass ich Wissenschaftler bin. Was mir Kollegen immer vor, oder was mir manchmal vorgehalten wird, nicht von Herrn Hank, ja, ist, dass hinter meiner kalten Wissenschaft sozusagen ein heißes Herz sozusagen sich verbirgt. Aber ich halte das in so eine Situation zurück. Da haben Sie ja nichts von, wenn ich hier sozusagen außer mich gerade. Okay, das rechte Maß ist es auch. Sebastian? Ja, genau, ich hatte auch noch erstmal vielen Dank. Es war ein sehr spannendes Gespräch zwischen Ihnen beiden. Ich hatte eine Frage, die zunächst an Herrn Streeck ging, aber auch zu beiden passt, weil es so ein Motiv ist, was sich durchzieht. Also, Herr Streeck, Sie haben gesagt, Demokratie hat die wesentliche Aufgabe, die Ergebnisse von Märkten zu korrigieren. Und ich frage mich, ob das nicht das falsche Framing ist, ob das aus einem sozusagen aus meiner Sicht überkommenen ordoliberalen Denken kommt, wo der Staat den Rahmen setzt und der Markt als Maschine weiterläuft. So. Und ob, ich glaube, es ist nicht das richtige Verständnis, aber würde gerne mal hören, was Sie dazu denken oder wie Sie das Verhältnis von Staat und Markt genauer beschreiben würden, weil es gibt ja Beispiele wie zum Beispiel Korea, China oder die heutigen Industrieländer im 19. Jahrhundert, wo der Staat ganz stark gestaltend agiert hat und immer eine pragmatische Mischung gefahren wurde zwischen Markt und Staat und mal Devisenkontrollen wieder zurück, Industriepolitik, Forschung. Also klar. Das ist mir zu einfach zu sagen, hier diesen Marktautomaten und der Staat die Ergebnisse oder Demokratie korrigiert die Ergebnisse. Nein, also ich empfehle das Buch, da wird das schon ein bisschen auseinander entwickelt. Also historisch ist die Rolle der Staaten innerhalb von kapitalistischer Wirtschaft unterscheidet sich erstmal von Platz zu Platz, das wissen wir ja.
weil es auch unterschiedliche Staatstraditionen gibt. Nehmen Sie Frankreich, nehmen Sie Holland, das sind unterschiedliche Welten in der Hinsicht. Und dann gleichzeitig gibt es natürlich kontingente Ereignisse, also Aufstände, Streiks und so weiter, die dazu führen, dass Politik auf eine bestimmte Weise auf wirtschaftliche Probleme eingehen muss, weil sie sonst sozusagen sich selber destabilisiert. Und was ich vorhin gesagt habe, ist, dass ja auch sozusagen innerhalb einer kapitalistischen Wirtschaft oder um eine kapitalistische Wirtschaft herum es Imperative für Politik gibt, erstmal den Akkumulationsprozess nicht kaputt zu machen, gleichzeitig aber dafür zu sorgen, dass die Leute sozusagen da auch noch mitmachen wollen, ja, um das mal so auszudrücken. Wenn Sie eine Demokratie haben, mit Gewerkschaften, Linksparteien, Wahlbeteiligung, was weiß ich, 80-75%, ja, dann stellt sich das Problem sozusagen, dass eine Demokratie, die, sagen wir mal, Verlierer mehrheitlich unter ihren Bürgern hat, da sind dann Leute, die von diesem Prozess der Modernisierung bedroht sind, zum Teil kulturell bedroht sind, zum Teil wirtschaftlich bedroht sind. Und je schneller der Prozess vorangeht, umso mehr gibt es davon. Und dann kommt das Problem einer umverteilenden oder ausgleichenden Demokratie ins Spiel. Nicht, weil die Politiker oder die Regierung sozusagen besondere emotionale Empathie für die Leute hätte, sondern aus schlichtem Selbsterhaltungsinteresse. Sie können keinen Staat bauen, wenn 50% ihrer Bürger diesen Staat ablehnen. Ja, das geht nicht. Und dann im Jargon der Politiker heißt das, wir müssen die Lage stabilisieren oder sowas. Ja. Die Leute sind ja auch ein Faktor. Jetzt kann man historisch gucken, wie eigentlich kapitalistische Wirtschaften in dieser Weise stabilisiert worden sind. Nämlich dafür zu sorgen, dass die Leute da auch mitspielen, obwohl sie ja im Prinzip sozusagen nur als Kostenfaktoren da auftreten und nicht diejenigen sind, die das Zeug dann hinterher kriegen, wo sich dann in 5% der Bevölkerung höchstens sozusagen summiert. Und wie geht das? Da gibt es eine ganze lange historische Geschichte, wie man dieses in der Nachkriegszeit in Europa hieß das immer, wenn ihr euch ordentlich beteiligt und ordentlich diszipliniert mitarbeitet, in die Fabrik geht, dann wird es euren Kindern besser gehen als euch. Das war sozusagen das Verständnis der 50er, 60er Jahre. Nicht? Gleichzeitig wird es euch nie schlechter gehen, sondern es wird sozusagen immer ein, was weiß ich, 3% pro Jahr und so weiter, Sozialstaatsausbau und. Dieses Versprechen, dass sozusagen hinter diesem Pakt zwischen Sozialdemokratie oder Demokratie und Kapitalismus stand, ist ja heute nicht mehr zu halten. Heute heißt es ja nicht mehr, es wird euren Kindern besser gehen. Heute heißt es, wenn ihr euch mehr anstrengt, als ihr euch bisher angestrengt habt, dann werdet ihr vielleicht nicht schlechter dastehen als vorher. Ja? Ich erinnere mich noch, 70er Jahren hieß es noch, durch die Automatisierung werdet ihr hinterher weniger zu arbeiten brauchen. Das war das Thema der IG Metall. Heute heißt es, damit wir die Digitalisierung durchkriegen, müsst ihr euch mehr am Riemen reißen. Ja? Und dann muss man sehen, wie man trotzdem noch so eine Art von Befriedung zwischen den vielen und den wenigen zustande bringt. Zwischen den Gewinnern und den Verlierern. Oder wie man vielleicht die Zahl der Verlierer reduzieren kann. Das ist die Kunst von demokratischer Politik, wenn sie nicht auf Gewalt zurückgreifen. Okay, wer jetzt waren Sie? Ich könnte da zwar auch noch was dazu sagen, aber ich muss nicht. Nee, nur, weil Sie es jetzt so gar nicht. Entschuldigung, ich dachte jetzt, dass es das an den Streik gerichtet war, aber... Nein, der hat ihn auch gefragt. Weiter. Dann geht die Frage ja jetzt an Sie. Nein, ich wollte eher eine Frage an den Soziologen. Machen Sie weiter. Tut mir leid. Ich bin genug zu Wort gekommen, ich wehre mich schon. Ich habe... das Buch gelesen und ich habe mich, ich hoffe, dass es wirkt, weil es ist meiner Meinung nach ein großer Beitrag. Aber ich fragte mich ständig, wer sind die Subjekte der Globalisierung oder des Globalismus? Wer sind die Akteure, die Träger dieser Tendenz, die das Gegenpol von der Demokratie ist? Und
Sofort habe ich gedacht, aristotelisch, die Oligarchie. Aber Aristoteles ist schon klar, schon damals, das Match ist zwischen Oligarchie und Demokratie. Basileia und Aristokratie waren schon passé damals. Und umso mehr in einem kapitalistischen System ist das Spiel zwischen diesen Polen. Und jetzt kleine Bemerkung, persönliche Bemerkung. Wir leben in Oligarchien verkleidet als Demokratien. Und ich frage den Soziologen, welche Zusammenhänge sehen Sie zwischen den Oligarchen in Europa, die national denken, und die, wie für Aristoteles, die Leute, die an dem Reichtum hielten, wie agieren sie, welche Zusammenhänge existieren zwischen diesen Kräften und eventuell auch zwischen den kulturellen Eliten? Ich lebe in Heidelberg, ich habe studiert in Heidelberg. Vor 30 Jahren gab es nur 2 Doktoranden, jetzt sind 300, 350 Forscher aus Italien, ich bin Italiener. Das ist Brain Drain. Eine kurze Frage, dann muss ich antworten können. Aber dieses Brain Drain ist für diese Leute normal. Gehören Ihrer Meinung nach diese Intellektuelle zur Oligarchie oder nicht? Obwohl okay. Sie nicht reich sind. Herr Strick. Eine Klassenanalyse. Wollen Sie auch was dazu sagen, Herr? Okay, Herr Strick. Nein, ich neige ja dazu, sowas zunächst mal zu entpersonalisieren. Also wer sind die Träger des Globalisierungsprozesses? Große Finanzmassen, die von großen Unternehmen bewegt werden, suchen Anlagemöglichkeiten. Ja? Und derjenige, der da für ein paar Jahre Chef ist, von Goldman Sachs oder wie man die heißen, der geht dann zum Präsidenten und sagt, hör mal Präsident, solange man in diesem Land nichts anlegen kann, weil die da keine Garantien für Investitionen abgeben, haben wir hier Schwierigkeiten. Zu Hause können wir nicht mehr investieren, können wir nicht dahin gehen. Und dann kann man sagen, da kann man die Welthandelsorganisation, die macht dann ein Statut, dass also bestimmte Investitionen und Intellectual Property Rights und so weiter geschützt werden. Nicht wahr? Das kann man durch Außenpolitik herstellen. Jetzt kann man sagen, wer ist der Agent der Globalisierung? Naja, es gibt einen unterliegenden Prozess, nämlich den der Kapitalvermehrung. Ja, Sie können nicht im Kapitalismus auf einem Kapital sitzen und sagen, oh, ist das schön, ich sitze auf dem Kapital und da machen wir jetzt nichts mehr mit. Ja, so wie der römische Kaiser sozusagen nach Augustus gesagt hat, wir erobern jetzt nichts mehr. Schluss, persische Grenze, Limes, Adrianswall, basta. Ja, und wir wollen uns mit den Leuten nicht mehr streiten. Die waren unkapitalistisch. Wenn die kapitalistisch gewesen wären, hätten die gesagt, wir müssen nach Schottland, um da Whisky herzustellen, da können wir dann einen Gewinn mitmachen. Ja? Also entpersonalisieren Sie das mal, dann kommen Sie schon weiter. Und was die Frage sozusagen der Migration angeht, ja, das ist ein ungeheuer komplexer Vorgang. Ich war ja auch Professor an einer amerikanischen Universität und gerne war ich da. Ich habe da auch studiert. Und die Migration hat Vorteile für den Migrierenden, sie kann aber auch Nachteile für das Land haben, aus dem der Migrierende ausmigriert. Aber noch viel wichtiger, sie kann Nachteile für das Land haben, die den Migrierenden aufnimmt. Warum? Da gebe ich Ihnen ein Beispiel mit den amerikanischen Universitäten. Die Amerikaner haben eins der schlechtesten sekundären Bildungssysteme der Welt in den Highschools und haben gleichzeitig die allerbesten Universitäten der Welt. Wie kann man das machen? Ja? Indem man ein weltoffenes Land ist. Ja? Da kommen dann die alle her und man braucht dann nicht mehr in seine Highschools zu investieren. Ja? Also das ist ein komplexer Prozess und dann muss man im Einzelnen sich angucken, wer da nun Vorteil hat und wer Nachteil hat und wer der Agent ist. Aber immer klar ist für mich, und da unterscheide ich mich vielleicht von dem Kollegen Hank, immer klar für mich ist, ich würde erstmal heuristisch sozusagen suchen
nach einem plausiblen, sozusagen einer plausiblen Erklärung, die mit der Notwendigkeit einer Fortsetzung des Kapitalakkumulationsprozesses zu tun hat. Und da kann man eigentlich dann immer schon ganz gut fündig werden. Okay, danke. Ich habe eine Frage, und zwar, oder erstmal eine Bemerkung, was ich feststelle, ist, es dreht sich hier in der Hauptsache um Kapital oder im Gegensatz soziale oder ökologische Bedenken oder Rücksicht. Haben Sie schon mal was von Gemeinwohlökonomie gehört? Von was? Gemeinwohlökonomie. Das seit 10 Jahren oder über 10 Jahre gibt es diese Initiative. Und ich bin der Meinung, wenn dieses System in sämtlichen Betrieben eingesetzt würde und das staatlich befördert würde, dann könnte man diese Diskrepanz, dieses Gegeneinander praktisch neutralisieren. Und ich fände, das wäre eine super Sache für auch weltweit. Wird aber nicht eingesetzt, weder weltweit noch hier. Dazu müssen Sie erstmal die Macht haben. Sie können doch nicht einfach da ein völlig anderes Wirtschaftssystem einsetzen, nur weil Sie denken, Gemeinwohl ist doch so eine gute Sache. Hier geht es um Politik. Ja, es geht ja nicht nur um ein neues Wirtschaftssystem. Also es gibt inzwischen, es wächst ganz gewaltig. Es sind jetzt über 2000 Firmen, die in Deutschland bilanzieren. Und es geht in Spanien, Frankreich. Ja. Ich bin ein großer Fan davon. Ah ja, gut. Dann aber weil Sie gesagt haben, wenn man das jetzt in jedem Betrieb einsetzen würde, da sage ich, dann Gedanken können wir uns sparen. Das wird man nicht in jedem Betrieb einsetzen, weil es Leute gibt, denen die Betriebe gehören. Und wenn sie da dann kommen und sagen, machen wir doch mal eine Genossenschaft draus, dann sagen die Danke nein. Nee, wenn der Staat müsste diese, wenn jetzt zum Beispiel eine gemeinwohlbilanzierende Firma positiv abschneidet, dann müsste der Staat es belohnen, indem das in bestimmte Bereiche steuerlich oder sonst irgendwie bevorteilt. Ja, macht der Staat aber nicht. Bitte? Das macht der Staat aber nicht. Das ist ja unser Problem. Teilweise wird es schon gemacht. Es gibt dazu. Na gut, dann. Ne, das okay. Ist die Frage. Okay. Dankeschön. Danke erstmal. Jetzt Herr Obrecht dran. Ja, auch von mir vielen Dank für Ihr Streitgespräch. Ich wollte nochmal auf die Opposition zurückkommen, die Sie aufgemacht haben zwischen Demokratie und Kapitalismus. Ist das denn tatsächlich so einfach gegenüberzustellen? Ne? Also wenn ich daran denke, dass der Slogan der Amerikaner immer war, no taxation without representation, dann ist das doch auch ein eindeutiger Hinweis darauf, dass wir eine viel stärkere Vermengung von Demokratie oder demokratischer Form, sagen wir mal so, und Kapitalismus haben, als das jetzt hier rausgekommen ist. Na, das mit der No Taxation Without Representation ist ja vorkapitalistisch, ne? Das hat ja nicht, da gab es ja noch keinen Kapitalismus. Nee, das war mittelalterlich. Ich würde ja aber jetzt Streeck zur Seite springen und sagen, solange es souveräne Nationalstaaten gibt, haben wir am weitestgehenden das Prinzip von No Taxation Without Representation durchgesetzt. Also der Deutsche Bundestag mag sein, ich überhöhe das ein bisschen, das, wie sagt man, Königsrecht ist, über Haushalt und Steuern zu entscheiden. Problematisch wird es immer dann, wenn das passiert, was Streeck sehr pejorativ Mehr-Ebenen-Demokratie nennt. Das ist das, die Abgabe von Souveränität, ohne zu wissen, ob hinterher irgendjemand da ist, der mir zur Rechenschaft schuldig ist, was mit meinem Geldbeutel passiert und was mit meinem Einkommen passiert. Und je mehr man transnationale Organisationen hat, umso mehr wird verschleiert, wem Geld genommen wird und wem Geld gegeben wird. Das, würde ich sagen, ist ein Bruch des Prinzips, das aber doch aus der Tea Party und nicht aus dem Mittelalter stammt. Ne? Okay. Ja, gut.
Guten Abend, Bernd Sandbote. Ich möchte auf einen Aspekt raus, der mir zu kurz gekommen ist in der Analyse und in der Folge auch dann in dem, was zu tun wäre vielleicht. Und zwar in der Analyse ist mir eigentlich zu kurz gekommen, ein bisschen zu unterscheiden zwischen Demokratie, das war mir alles viel zu sozusagen, ja, übergreifend. Ich werde immer misstrauisch, wenn man in einem Staat von wir redet. Ja, ich auch. Und ich möchte darauf raus, dass man unterscheiden muss ein bisschen zwischen Staatsapparat und Demokratie. Sie haben das an Beispielen gemacht, beide zum Teil gesagt, es gibt Hegemonen. Und ich will das auch nochmal an einem Beispiel kurz nennen. Es gab die ganze Blockfreien-Bewegung in den 60er, 70er Jahren, wo Sie gar nicht drauf eingegangen sind. Und die hegemonialen Staaten, wo ich Deutschland durchaus zurechne, haben alles getan, um diese blockfreien Bewegungen auf verschiedenste Weise zu zerlegen. Und also Jugoslawien als Beispiel und. Und ich möchte darauf raus, dass man nicht einfach sagen kann, wir müssen mit Demokratie da irgendwo dran schrauben, sondern ich denke, man muss unterscheiden, wenn ein Staat hegemoniale Politik macht, dann muss man diese Politik möglichst bekämpfen mit gewerkschaftlichen Mitteln und. Man sieht das bei der Klimabewegung zum Beispiel. Und es ist halt einfach ein Unterschied, ob sagen wir mal, ein VW-Arbeiter oder eine Krankenschwester oder ein Clickworker in Deutschland arbeitet. Die haben tatsächlich unterschiedliche Interessen und geschweige denn noch die Leute, die oben drüber sitzen. Und dieser Aspekt, der hat mir durchaus gefehlt. Also ich finde, wenn ein dritte Weltstaat in der damaligen Zeit seine Wirtschaft geschützt hat, um sie zu entwickeln, dann ist das vernünftig. Wenn man heute sagt, ein Hegemonialstaat wendet solche Mittel an, dann führt das tatsächlich zu nationalistischen Auswüchsen, wie man es auch sehen kann. Naja, also ich will ja Sie jetzt nicht unbedingt dazu bringen, 4 Tage mit meinem Buch zu verbringen, aber zur Frage der Blockfreiheit und also der Bewegung der Blockfreiheit, die Sie erwähnt haben, und zur Frage sozusagen dieser komischen Welthandelsorganisationsregime, die ja zusammengebrochen sind, da finden Sie da einiges. Und es ist ja interessant für mich, es war für mich interessant, als ich an dem Buch geschrieben habe, dass der Gedanke, dass Deglobalisierung möglicherweise etwas Nützliches sei, der ist gar nicht im Norden der Erde entstanden, sondern im Süden, bei eben den Ländern, die das Gefühl hatten, die würden für den Aufbau einer eigenen Ökonomie etwas mehr Schutz vor den Exportoffensiven der entwickelten Industriestaaten gebrauchen können. Also, wenn ich mich richtig erinnere, dass Tiefkühlpizzas von Dr. Oetker in Kenia verkauft werden und dadurch die sozusagen Subsistenzlandwirtschaft in Kenia ruiniert wird, finde ich keine gute Idee. Da müssten die Kenianer eigentlich sagen, nix Dr. Oetker, wir essen unser eigenes Zeug. Jedenfalls, bis wir uns das leisten können. Nicht? Ja, absolut Ihrer Meinung. Okay. Jochen? Ich hätte eine Anmerkung und eine Frage. Also die Anmerkung ist, dass ich eigentlich hergekommen bin, in der Erwartung eine Auseinandersetzung über Europa zu haben. Haben Sie ja teilweise auch gehabt, aber ich war etwas enttäuscht, dass im Prinzip niemand da war, der eigentlich für Europa eine Lanze gebrochen hätte. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also in meiner Perspektive ist es eigentlich doch so, dass dieses Europa, was man jetzt in der Nachkriegszeit entwickelt hat, diese ganze europäische Einigung bis hin zur EU, dem Euro und so weiter, ja eigentlich in meiner Wahrnehmung eine enorme Erfolgsgeschichte ist, egal ob ich jetzt praktisch auf der historischen Achse noch hinten blicke oder ob ich in der Horizontale auf der Welt zwischen China auf der einen Seite, USA auf der anderen Seite blicke, würde ich sagen, Europa ist sowohl zeitlich als auch räumlich im Prinzip der Ort, den ich mir raussuchen würde, wenn ich mir überlegen könnte, wo ich heute auf der Welt sein wollte. Also das ist mir jetzt ein bisschen kurz gekommen oder unter den Tisch gefallen. Also Sie haben zum Beispiel erwähnt, dass Imperien, je größer sie werden, tendenziell gewalttätiger werden, dass das Zentrum gewalttätiger werden muss, um überhaupt die Sache beieinander zu halten. Und in dem Sinne finde ich doch deutlich, dass Europa eigentlich was ganz anderes ist als ein Imperium dieser Art, weil doch Europa in seiner heutigen Ausgestaltung ein ziemlich
gewaltarme Veranstaltung, ich würde mal sagen. Es gibt einen Frontex und so weiter, aber es gibt keine Todesstrafe. Es ist sehr schwer vorstellbar, dass es noch Kriege gibt und so weiter. Okay, das ist die Anmerkung. Ich weiß nicht, kurz. Die Frage, und das ist jetzt eher eine harte Frage, eine wirkliche Frage, was jetzt die Währungsunion angeht, waren Sie sich ja auch sehr einig drin, dass Sie eigentlich am liebsten in Skandinavien leben würden, also die nordischen Staaten. Ich gehe nicht darum, was ich am liebsten mache. Nein. Okay. Nein. Und also ich sehe, dass man die ganze Euro-Konstruktion, dass man da sehr kritische Fragen dran stellen kann und dass man die Frage aufwerfen kann, ob das richtig war, das so zu machen, wie es gemacht wurde. Aber heute stehen wir doch vor der politischen Frage, was von hier aus, von dem Punkt aus, wo wir heute stehen, zu tun wäre. Und das ist eine Frage an beide, aber vielleicht auch sehr an Sie, Herrn Hank. Halten Sie es überhaupt für realistisch, den Euro, so wie wir ihn heute haben, wieder rückabzuwickeln? Naja, man kann nichts rückabwickeln in der Welt. Wollen Sie zuerst was sagen? Also erstens, glaube ich, würden wir uns beide ungerne absprechen lassen, gute Europäer zu sein, ja, nur weil wir ein anderes institutionelles Engagement, ja, vorschlagen. Und wir würden ja, glaube ich, beide sagen, die Fahrradtheorie weitergetrieben zu einer Vereinigten Staaten von Europa, wofür es ja eine große Bewegung gibt, tut Europa mehr Schaden an als Nutzen. Also wir würden gerne für ein gutes Europa mit weniger Integration, weil ich kann nur noch mal sagen, Alesina, die Integrationskosten wird dieser Club nicht schultern können, gerade wenn es auf mehr Einheit rausläuft. Und man sieht es doch heute schon, dass die Integrationskosten an den Rändern, das tut denen auch Unrecht, aber Polen, Ungarn, was passiert denn da? Das hat ja, also diese Form des Populismus hat mit Überforderung was zu tun. Ja, und das natürlich würde ich sagen, Überforderung tut Europa nicht gut. Was wiederum nicht heißt, eine Rückabwicklung. Das wäre, denke ich, politisch kaum durchsetzbar und wäre auch wirklich dann wiederum mit Kosten verbunden. Wie hat man immer gesagt, you can't unscramble scrambled eggs. Das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Wer ist immer mal wieder gemacht worden, wurde ja auch in der Euro-Krise immer wieder diskutiert. Aber jetzt den Euro rückabzuwickeln, ist auch nicht ganz unproblematisch, dann bleibt der Status quo, den wir jetzt haben mit dem Problem, was Wolfgang Streeck angesprochen hat, dass es eine Stellschraube nicht mehr gibt, die Abwertung nationaler Währungen. Ja, ich würde das noch ergänzen wollen und sagen, ich habe das vorhin mit so einem amerikanischen Slang-Ausdruck beschrieben. Man kann das auch mit einem anderen Bild beschreiben. Es gibt Situationen, da hat man sich in eine Ecke verrannt, aus der man nicht wieder rauskommt. Und auch in so Diskussionen hier ist es viel fruchtbarer, sich vorzustellen, we have painted ourselves into a corner, sagt der Amerikaner. Ja, wir haben den Boden gestrichen, immer weiter zurückgegangen, jetzt stehen wir in der Ecke und wir können da nicht mehr raus. Ja, ja, das kann so sein. Es ist ja nicht so, dass es ein Problem nur dann gibt, wenn es dafür auch eine Lösung gibt. Obwohl das irgendwie so die Vorstellung ist. So die Vorstellung, man darf eigentlich kein Problem beschreiben, ohne gleich die Lösung mitzuliefern. Ja, ich erlebe das ja immer wieder in Diskussionen. Da kann ich nur sagen, die wirklichen Probleme sind die, die man kennt, aber man hat jetzt noch keine Lösung dafür. Jetzt zu diesem Thema Euro, ja. Ja, doch, man könnte sich einiges denken. Ich habe ja in dem Buch kurz angedeutet, das ist eine Idee, die mein Kollege Fritz Scharf hatte, der macht immer so wunderbare Blueprints, ist nur hinter, macht sie keiner. Ne? Es gibt den Euro-Mechanismus 2. Interessanterweise gibt es den noch, da ist Dänemark drin. Alle anderen sind in den Mechanismus 1 übergewechselt, das ist der jetzige. Der 2 heißt, dass du deine eigene Währung behältst, aber in einem Tunnel von so und so viel Prozent. So ein Pack. Ja, so auf und ab werden kann man also innerhalb einer Schlange. Ne?
Und die Dänen waren so schlau, im letzten Moment nicht den Euro zu übernehmen. Alle anderen sind aus 2 in 1 gegangen. Da hat man aber 2 aufrechterhalten. Ich hielt es nicht für völlig ausgeschlossen, dass die Italiener und die Griechen und die Spanier irgendwann in den 2 sich sozusagen sich runterstufen lassen. Das wäre aber eine sehr komplexe Operation, die mit allen möglichen Schwierigkeiten zu tun hat. Und da denke ich, traue ich unseren politischen Eliten nicht zu, so eine Operation sozusagen so vorzubereiten, dass sie nicht in einem Chaos endet. Es gibt aber noch ein anderes Argument in dem Zusammenhang. Und das ist das überhaupt, und das sage ich in dem Buch auch kurz, weil ich da wirklich kein Spezialist bin. Irgendwann würde ich das gerne mal genauer verstehen. Es ist überhaupt so, dass es irgendwie ansteht, dass die Geldordnung im Kapitalismus sozusagen generell zur Diskussion stehen wird. Genauso wie sie nach 1945 zur Diskussion stand. Und das hat etwas zu tun mit dem Aufstieg von China, dem Ende des Dollar als omnipräsenter Reservewährung und dem Aufstieg sozusagen der Privatwährungen, wie dieser ganzen komischen Libra und wie die alle heißen. Also man braucht da, das denke ich, könnte irgendwann eine Währungsneuordnung brauchen, in der man auch Luft schaffen könnte, für eine stärkere Autonomie sozusagen bestimmter Länder in Bezug auf ihre Währungsrelation. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich denke aber, wenn man in dieser Problemecke einfach verharrt, ohne irgendwas zu machen, dann kann nur eins passieren, dass nämlich das Problem immer, immer, immer größer wird. Ja? Das ist genauso wie mit dem Klima. Wenn man jetzt einfach sitzt und macht nichts, da wird es, meine Wohnung ist ja schon überschwemmt worden, dann ist vielleicht Ihre auch dran. Also Friedrich August von Hayek wird Sie umarmen für diese Privatisierung der Geldordnung, für die ja, Sie gerade ich weiß, ich hab ja, plädiert haben. Ich habe überhaupt keine Berührungsängste. Was der Hayek damals vor 40 Jahren sich gedacht hat, das war die eine Sache. Aber es gibt ja immer nur 2 Möglichkeiten, privatisiert oder staatlich. Oder multistaatlich oder UNO-staatlich. Die Struktur dieses Problems ist ja begrenzt. Da können Sie sich eine Vierfelder-Tafel machen. Also ich bin es kann sein, dass an irgendeinem Augenblick sozusagen eine Lösung, die Ihnen besonders gut gefällt, die einzige wäre, die passen könnte. Ich bin ja ein bisschen gewarnt worden von einem Ihrer ehemaligen Mitarbeiter, dass Sie sich nachher zum Schluss doch zu einig seien. Das sieht bald so ein bisschen aus hier. Nein, da sage ich nochmal zu Ihnen, der Brexit ist ja auch ein Beispiel dafür, dass die Integrationskosten an nicht mehr zumutbar sind. Das Absolut. Ist ja auch eine Form der Rückabwicklung und dabei waren die noch nicht mal im Euro. Also das zeigt auch, warnt davor. Und dann aber, damit wir uns nicht so einig sind, Brexit ist ja auch das neoliberalste, angelsächsisch-kapitalistischste Land innerhalb der EU, ist sicher Großbritannien. Und die gehen nun raus und da frage ich mich, wenn die EU so neoliberal wäre, wie Sie immer behaupten, dann müssten nur gerade die Briten ja drinbleiben, weil sie sagen, das ist ja nur das, was wir immer gewollt haben. Ja, die haben es ja offenkundig nicht ausgehalten. Halt mal, die neoliberalen Briten, die wollten ja alle bleiben. Raus ist ja, in der Abstimmung hat ja der mittlere Teil des Landes, der unter dem wirtschaftlichen Abstieg und dem Ausbleiben einer Regionalpolitik, die von Brüssel aus verboten worden war, am meisten gelitten hat. Ja, aber auch Eliten aus ihrer Gippen-Fraktion, wie Michael Goff und Ähnlichen, die gesagt haben, wir wollen aus dieser Zoll-Trutzburg raus und wir wollen endlich wieder ein liberales Land sein. Also jetzt streiten Sie sich. Das machen wir gleich. Wir gehen ja gleich noch in die Kneipe, da können wir da streiten. Wir sind also das Thema Brexit werden wir hier auch nochmal bei den Freiburger Diskursen behandeln. Da wollen wir nochmal ein Jahr warten, was da alles gelaufen ist. Es gab noch 2 Wortmeldungen. Ich glaube, da kommen wir zum Ende. Wer? Sie? Ja, genau. Also auch in Bezug auf EU. Die Frage, Sie hatten das eben einmal angedeutet mit dem Zweiklang von Kapitalismus und kapitalistischer Gesellschaft und dass sich genau dadurch viele von diesen Krisendiagnosen aufzeigen lassen. Und meine Frage wäre jetzt ein bisschen, ob man die Einhegung dieser Problematik, dass man ein bisschen zurückkommt von diesen Gesellschaften, die sich nur um die Wertschöpfung drehen und alles andere darum organisieren, ob man wirklich da die Problematik in einem Solidaritätsverlust, in diesem Demokratiedefizit, zum Beispiel von solchen Mehrebenensystemen wie der EU sehen muss.
und ob zwangsläufig die Lösung dieser Problematik mit einer Renationalisierung einhergehen muss oder ob es nicht die Frage geben kann, dass man auch auf solchen großen Systemen wie der EU nochmal eher gegen einen entgrenzten Markt vorgeht und nicht diese Integration, die politische, zurückfahren muss, um das zu erreichen. Ja, also ich bin ja ein Mensch, der, wie gesagt, sich Wirklichkeiten anguckt. Sie können das natürlich wünschen, aber allein schon auf der Ebene der reinen politischen Pragmatik, die Verfassung der Europäischen Union ist in einem Vertrag zwischen 27 Mitgliedstaaten festgeschrieben. Wenn Sie den ändern wollen, brauchen Sie Zustimmung von 27 Mitgliedstaaten und in verschiedenen Mitgliedstaaten auch noch ein Referendum. Ja, so. Aber nicht nur das, sondern der zweite Kern der Verfassung der Europäischen Union ist eine Freihandelsverfassung, die von einem Gerichtshof sozusagen rigide überwacht wird und gleichzeitig immer ausgeweitet wird. Der Gerichtshof hat ja mittlerweile für sich in Anspruch genommen, zu bestimmen, was europäisches Recht ist. Ja? Und zwar bindend für alle Mitgliedstaaten. Ja? Jetzt können Sie sagen, wie die Grünen da ab und zu plakatiert haben, kommt, wir bauen das neue Europa, heißt auf einem grünen Wahlplakat. Da kann ich immer nur einen Anfall kriegen. Ja? Wer soll denn da wohin kommen? Und wo soll denn das gemacht werden? Und mit wem? Mit Frau von der Leyen oder wie? Leute, ihr müsst doch in dieser Welt leben. Und dann ist das auch eine sozusagen völlige Vereinfachung des politischen Denkens. Wenn man sagt, könnte man nicht die EU in ein friedliches, kooperatives System und so weiter verwandeln. Das geht nur durch Scheitern. Das habe ich am Anfang in meinem Vortrag gesagt. Ich denke, das jetzige Integrationskonzept wird scheitern. Scheitert an Polen, es ist schon an Großbritannien gescheitert, es wird an Italien scheitern, wenn der Draghi-Zauber vorbei ist. Es wird in Frankreich scheitern, weil die Franzosen sozusagen nicht ihr Ziel erreichen werden, Europa zu definieren. Denn die Identität von europäischer Souveränität und französischer Souveränität, die bei Macron immer anklingt. Sie werden es nicht schaffen. Wenn Sie einigermaßen klug sind, dann werden Sie sich an Europa sozusagen vor dem Maastricht-Vertrag erinnern oder noch ein bisschen weiter zurück. Oder sogar noch den Aufsatz von Polanyi lesen, den ich am Anfang zitiert habe, in dem sozusagen die Vorstellung besteht, dass Länder untereinander sozusagen kooperative Strukturen in bestimmten Sektoren sollen entwickeln können, aber sich nicht darauf verpflichten müssen, das across the board zu machen. Ja? In anderen Worten, wie Hank das gesagt hat, dass sie immer noch Grenzen haben. Aber über die Grenzen hinweg in einer kulturell ähnlichen Landschaft, nämlich Westeuropa, nämlich dem ehemaligen Weströmischen Reich. Wir alle sprechen ja Dialekte des Lateinischen. Ja? Dass in dieser Welt so etwas wie eine lockere, aber friedvolle Kooperation stattfindet, in der die Polen nicht Angst haben müssen, dass die Deutschen wiederkommen und ihnen wie vor 70 Jahren sozusagen zu erklären versuchen, wie sie zu leben haben. Ja, da ganz einverstanden. Und aber eben Europa bleibt in einer latenten Dauerkrise. Aus meiner Sicht allerdings ist der Kapitalismus gar nicht so in der Krise, wie immer getan wird. Schauen Sie sich mal an, was der alles weggesteckt hat über die letzten 15 Jahre. Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise und die Pandemie. Das muss erst mal einer hinkriegen. Also ich finde Respekt. Okay, es gab noch eine Wortmeldung. Ich glaube, dann machen wir Schluss. Ja, zum Schluss. Was mir noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Wenn Sie die Maske wegnehmen, wird es ein bisschen besser. Die Maske. Ach so, ja, was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist zum Schluss. Also ist nicht meine Frage, ist nicht also die ganze Digitalisierung des Kapitalismus oder der Finanzmärkte, führt das nicht zu einer neuen Qualität auch?
und dass sozusagen eine Schere da auseinandergeht zwischen dem, was also eben was wir da als Kapitalismus beschrieben haben, und jetzt demokratischen Prozessen, die ja eigentlich ja auf Erfahrung beruhen und also etwas schon dadurch ja etwas sehr Langsames sind. Also diese Schere zwischen demokratischen Prozessen und dieser Digitalisierung, mal ganz grob gesagt, geht immer weiter auseinander. Ja, ja, es gibt immer was Neues, und da gibt es ein wunderbares Buch, was der Vogel heißt, ja, mit Nachnamen, V-O-G-L, und dann hat er noch einen Vornamen, den ich immer vergesse. Josef Vogel. Ja. Zuletzt geschrieben hat über genau dieses, wie sozusagen die Plattformökonomie und die digitalisierte Finanzökonomie ineinander übergehen. Das ist hochspannend. Aber das sind Sachen, da muss ich auch sagen, wenn Sie jetzt Hank und mich fragen, da können wir Ihnen um 10 vor 10 sozusagen überhaupt keine Antwort drauf geben. Und nicht nur, weil es zu viel wäre, sondern wir wissen das einfach nicht. Wir sind einer Situation ausgesetzt, in der Sachen passieren, die wir nicht vorhersagen können. Gut, das kann man eine Krise nennen oder das kann man einen kreativen Augenblick nennen. Hank nennt es einen kreativen Augenblick, ich nenne es eine Krise, weil ich Angst habe, dass eine ganze Menge Leute dabei den Bach runtergeht. Muss aber nicht so sein. Das kann man ja nicht vorhersagen. Okay, wollen Sie noch was sagen, Herr? Okay, dann sind wir jetzt zum Ende gekommen. Sie dürfen auch den Herrn applaudieren. Ja, machen wir das mal. Sehr gut. Also die Sorge der beiden Herren war, ich bekam heute Morgen noch eine Mail, was sollen wir eigentlich bis 22 Uhr machen? Also wir haben jetzt 10 vor 10, bis wir hier raus sind, haben wir sicherlich nach 10. Wir könnten wahrscheinlich noch weitermachen. Es gibt nichts mehr zu essen. Wenn Sie gleich gehen, da vorne liegen viele Hefte, insbesondere von den Kleinen, können Sie ganz, ganz viele mitnehmen, wenn Sie interessant finden und verteilen, weil sonst müssen wir die nämlich wieder zurückbringen. Geht's noch ganz schnell. Ach so, halt hier, du musst das abnehmen. Sie finden in dem Heft auch die kommenden Veranstaltungen. Der Rest ist wieder bis Februar rein digital, wie das so schön heißt. Sie können sich da munter anmelden, das haben sich auch schon viele angemeldet. Der Renner ist übrigens das Thema gültige Inflation zu Hitler. Also Thema Inflation beschäftigt die Menschen am meisten. Dann erzählen Sie von uns überall, die Medien stehen da, ich kann jetzt selber nicht gerade hingucken, das ist auf jeden Fall, ist es Facebook dabei, Internet, das Beste ist immer noch das persönliche Gespräch oder eine E-Mail oder mal ein Telefonat, das Sie uns weiterempfehlen. Wir wollen einfach immer mehr Leute gewinnen, sowohl in Freiburg als auch in der ganzen Republik. Genau, so. Dann nochmal der Hinweis, wir brauchen natürlich Geld, die Spendenkontonummer finden Sie auf unserer Website, jetzt sehen Sie mal das Gesicht von meinem Kollegen Herrn Brian, der ist da, vielleicht ohne Maske sieht er so aus, genau. Also, das war's für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen. Nehmen Sie die Hefte mit, haben Sie einen schönen Abend, und wir gehen gleich noch in Feierling und es gibt Bier und Wein, und vielleicht streiten sich Herr Hank und Herr Strecker dann noch ein bisschen. Was zu essen gibt es auch noch. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe nach 22 Uhr. Ja, okay, ciao.